Servus und herzlich willkommen, liebe Fußballfans, zum Finale der Bayerischen Hallenmeisterschaft 2024 der Frauen aus Oberding in Oberbayern. Ja, ein paar Kilometer entfernt vom Flughafen München. Das Turnier ist in vollem Gange. Die Gruppenphase ist gerade abgeschlossen. Und ja, es gab Hochspannung bis zum letzten Gruppenspiel. Tatsächlich vor allem in Gruppe B war es echt spannend bis zum Ende. Der Titelverteidiger TSV Schwaben Augsburg und der Rekordsieger 1. FFC Hof. Ja, duellierten sich um den zweiten Platz hinter dem Überraschungssieger aus Niederbayern, dem FC Ruderting. Der Titelverteidiger aus Augsburg hat es letztendlich geschafft mit einem 2:1-Sieg und steht im Halbfinale. Ja, und da geht es in ein paar Minuten los. Die Gruppe A war ja nicht ganz so spannend, aber der SC Regensburg hat sich da durchgesetzt und trifft eben auf Schwaben Augsburg. Platz 2 ging an den 1. FC Schweinfurt und der tritt gegen den FC Ruderting an. Wie gesagt, die Mannschaften machen sich schon langsam warm und ich übergebe jetzt gleich an den Kommentator Tobias Welk, der für Sie die K.O.-Spiele begleiten wird. Viel Spaß! Ja, auch von mir ein herzliches Grüß Gott und einen schönen Nachmittag hier vom Kommentatorenplatz. Wir sind natürlich gespannt, wer sich am Ende die Krone des Bayerischen Meisters aufsetzen kann. Der TSV Schwaben Augsburg ist ja der Titelverteidiger und er hat die Möglichkeit, diesen Titel heute im weiteren Verlauf des Nachmittags auch tatsächlich zu verteidigen und zur Süddeutschen Meisterschaft in 14 Tagen zu fahren. Als erstes, Tobi Wittenzellner hat es angesprochen, allerdings das andere Halbfinale, das hier auf dem Programm steht, zwischen dem FC Ruderting und dem 1. FC Schweinfurt 05. Der FC Ruderting, das einzig ungeschlagene Team in der Vorrundenphase und auch das einzige Team ohne ein Gegentor. Schweinfurt hingegen hat es mit nur 2 selbst erzielten Toren hier in dieses Halbfinale geschafft. Also die Favoritenrolle in diesem ersten Halbfinale, die liegt dann klar beim FC Ruderting und in etwa 1-2 Minuten dürfte dieses erste Halbfinale dann auch tatsächlich starten. Wie man überhaupt sagen muss, die Teams der Gruppe B, sowohl der FC Ruderting im Halbfinale wie auch der TSV Schwaben Augsburg, sind im Halbfinale eigentlich favorisiert und es wäre wenig überraschend, wenn wir dann am Ende des Tages auch ein Finale zwischen Ruderting und Schwaben Augsburg sehen würden. Ein Duell, das wir heute bereits am Vormittag in der Gruppenphase gesehen haben. Wie es dann letztendlich ausgeht, das werden wir sehen, denn wie gesagt, die Wahrheit liegt natürlich auf dem Parkett. Das kann man viel jetzt mit Statistiken und mit den Eindrücken, die wir hier von den ersten Vorrundenspielen oder von den Vorrundenspielen bisher am heutigen Tag gehabt haben, sagen. Die Wahrheit, die muss dann natürlich letztendlich auf dem Platz liegen und der FC Ruderting ist zum vierten Mal dabei, war bei seiner ersten Teilnahme Vierter, bei der zweiten Teilnahme Dritter, bei der dritten Teilnahme Zweiter. Ja, was folgt da? Eigentlich heute Platz 1 für den FC Ruderting. So ein bisschen im Spaß hat die Teammanagerin Janine Meyer auch vor dem Turnier gesagt, ja, eigentlich ist ganz logisch, wir müssen eigentlich dieses Turnier heute gewinnen, wenn es nach dem Gesetz der Serie geht. Und in der Tat hat der FC Ruderting bisher in den bisherigen Partien des heutigen Tages am besten ausgesehen. Aber wie gesagt, ob das dann letztendlich tatsächlich auch so kommt, das werden wir sehen. Denn auch der TSV Schwaben Augsburg hat eben, wie gesagt, die Möglichkeit, seinen Titel zu verteidigen. Und es wäre erst zum dritten Mal in der Geschichte der Bayerischen Hallenmeisterschaften, dass der amtierende Titelträger seinen Titel auch ein Jahr später noch einmal holen könnte. Der SV Frauen Biburg und der 1. FFC Hof haben das in der Vergangenheit auch schon mal geschafft. Ja, und die beiden Teams, sehe ich gerade, stellen sich da auf und sind bereit für das erste Halbfinale. Also gehen wir auch mal runter aufs Parkett und schauen uns dieses erste Halbfinale an. Der FC Ruderting in Weiß von links nach rechts und der 1. FC Schweinfurt 05 in Schwarz von rechts nach links. Und hier sehen wir die Kapitänin der Ruderdinger, Franziska Höllriegel, die im Bezirksfinale vor einer Woche 5 Treffer erzielt hat, die erfolgreichste Torschützin der Ruderdinger war und auch heute bereits einmal eingenetzt hat. Franziska Höllriegel mit der Nummer 18 beim FC Ruderting. Und ein kurioses Eigentor, da wollte ich gar noch was zu Franziska Höllriegel erzählen, aber die brauchen wir gar nicht, denn ein ganz kurioses Eigentor nach wenigen Sekunden vom 1. FC Schweinfurt. Also mit diesem Auftakt hatten wir natürlich nicht gerechnet, aber unglückliches Eigentor da bei dieser Rückgabe. Und somit ohne eigenes Zutun geht der Favorit hier, der FC Ruderting, mit 1:0 in Führung. Mal schauen, ob
die Frauen aus Unterfranken diesen Schock wegstecken können, dieses frühen, doch sehr, sehr unglücklichen 1:0 führt den FC Rüdertingen durch dieses Eigentor der Schweinfurterinnen. Anna Bäuerlein da, die Unglückliche. Ich habe es vorher gerade angesprochen, eingangs, Rüdertingen zum vierten Mal in einem bayerischen Endturnier, zuletzt 2020 mit dabei gewesen. Da haben sie das Finale mit 0:1 verloren. Gespielt wird hier übrigens 15 Minuten. Die letzte Minute ist Netto-Spielzeit. Bei einem Unentschieden gäbe es direkt ein 6-Meter-Schießen. Und es werden hier nicht nur das Halbfinale und dann das Finale ausgespielt, sondern auch die Platzierungen. Also wir haben hier auch im weiteren Verlauf des Nachmittags noch ein Spiel um Platz 7, Platz 5 und um Platz 3. Da war die Möglichkeit zum 2:0, allerdings aufgepasst von Leonie Heimann, der Torfrau der Schweinfurterinnen. Schweinfurt draußen im Feld auf Platz 7 in der Landesliga Nord. Rüdertingen eine Klasse höher in der Bayernliga auf Platz 3. Ein Kick jetzt für die Niederbayern. Gibt ja beim Futsal wie beim Hallenfußball eben ein Kick von der Seite, wenn der Ball dort im Aus ist. Und wenn der Ball liegt, hat man 4 Sekunden Zeit für diesen Einkick. Überhaupt 4 Sekunden Zeit für die Spielfortsetzungen, auch bei Ecke, Abwurf oder Freistoß ab dem Zeitpunkt, wo der Ball dann liegt. Das sind die Zeichen der Schiedsrichterin, die Sie da vielleicht sehen, wenn Sie dann die Arme ausstrecken und zu zählen beginnen. Können wir jetzt gleich mal vielleicht verfolgen bei diesem Einkick. Für den FC Rüdertingen, ausgeführt von Anna Madl. Man sieht hier, jetzt beginnt die Schiedsrichterin zu zählen, diese 4 Sekunden. Nach diesem Ballverlust, 2-auf-1-Situation, wenn der Querpass angekommen wäre, tut er nicht. Und jetzt den 2-auf-1-Konter auf der anderen Seite. Aber auch da nicht sauber genug ausgespielt. Anna Madl für den FC Rüdertingen, Distanzschuss. Aber Leonie Heimann dazwischen, die Torfrau der Schweinfurt drinnen, starker Rückhalt, auch nur 2 Gegentore heute in diesem Turnier und auch nur 2 Gegentore im Bezirksfinalturnier für oder gegen den FC Schweinfurt. Und da wurde die Torfrau Leonie Heimann im Finale zur Heldin, hat zunächst per 6 Meter den Ausgleich zum 1:1 erzielt und war dann später im 6-Meter-Schießen doppelt die Heldin. Selbst hat sie gehalten und hat auf der anderen Seite auch einen 6 Meter verwandelt im 6-Meter-Schießen. Foulspiel und damit Freistoß für den FC Rüdertingen aus Niederbayern. Julia Hufsky, die sich gegen Augsburg leicht verletzt hat, aber nach kurzer Behandlung dann weiterspielen konnte hier in der heutigen Vorrunde. Rüdertingen mit 2:0 Siegen gegen Hof und gegen Augsburg und einem 0:0 im letzten Gruppenspiel gegen die Sportfreunde Schweig. Mit 7 Punkten hier in diesem Halbfinale. Der erste FC Schweinfurt, Sieg, Niederlage und Unentschieden. Sieg gegen Erlangen, Niederlage gegen SC Regensburg. Und im letzten Gruppenspiel hat dann das Unentschieden gegen die Spielvereinigung Markt Schwabenau gereicht, um hier ins Halbfinale einzuziehen. Beide Mannschaften punktgleich, aber um ein Tor hatte Schweinfurt die bessere Tordifferenz gegenüber Markt Schwabenau und steht deshalb hier in diesem Halbfinale. Tut sich in den ersten 5 Minuten aber schwer, steht zwar defensiv ganz gut, die Mannschaft aus Schweinfurt, aber nach vorne läuft bisher nicht allzu viel. Und jetzt Franziska Höllriegel dafür, den FC Rüdertingen, hat da viel Platz, mit viel Übersicht gespielt, stark gespielt, aber Leonie Heimann einmal mehr glänzend pariert. Ecke für den FC Rüdertingen. Anna Madl wieder. Aber der Ball im Aus und deshalb Abwurf vom Tor der Schweinfurterinnen.
die im letzten Jahr auch im bayerischen Finale standen. Da wurden sie Sechster. In diesem Jahr war das Ziel das Halbfinale. Das haben sie erreicht, aber jetzt wird schwer, denn das 2:0 für Rudertin durch Franziska Höllriegel. Ihr zweiter Treffer hier in diesem Turnier. Hat auch im Feld in der Bayernliga bereits 9 Treffer erzielt in dieser Saison. Franziska Höllig ist damit zweitbeste Torschützin auch in der Fußball-Bayernliga. Und sie hat bereits Erfahrung mit Titelgewinnen, denn sie hat mit dem SV Freiburg und Biburg schon mal die bayerische Meisterschaft gewonnen. Abwurf vom Tor des FC Rüdertingen. Der Höllriegel versucht einen Lauf zu spielen, gelingt nicht, aber ein Kick für die in weiß gekleideten Rüdertingerinnen. Natürlich Franziska Höllriegel, der Dreh- und Angelpunkt im Spiel des FC Rüderting, sowohl in der Halle wie auch im Verein. Über sie läuft viel. Erneute Ecke für den FC Rüderting, der hier mit fast der gleichen Aufstellung antritt wie vor einer Woche beim Bezirksfinale. Bei Schweinfurt im Vergleich zum Bezirksfinale 3 Änderungen im Kader. Hälfte dieses ersten Halbfinals ist vorbei. 7,5 von 15 Minuten gespielt. 2:0 die verdiente Führung für Rüdertingen. Die natürlich glücklich dieses 1:0 in Führung, mit 1:0 in Führung gegangen sind durch das Eigentor der Schweinfurterinnen gleich zu Beginn. Aber sie lassen weiterhin kaum etwas zu. Sind wie gesagt im gesamten Turnierverlauf bisher ohne Gegentor. Tordifferenz jetzt 6:0 für den FC Rüdertingen. Und sind hier in diesem ersten Halbfinale die spielbestimmende Mannschaft. Werden ihrer Favoritenrolle hier gegen den ersten FC Schweinfurt gerecht. Jetzt allerdings ein Fehlpass im Spielaufbau. Bügeln sie allerdings wieder aus. Dann verliert Vanessa Schindler den Ball. Und dadurch gibt es wieder Ecke für den FC Rüdertingen. Ja, da hat sich allerdings eine Spielerin da unten verletzt. Ist da unglücklich umgeknickt. Aber das sieht nicht gut aus. Nach dem Schuss da sehr unglücklich aufgekommen und mit dem Fuß umgeknickt. Und das sind leider keine schönen Szenen. Wird auch mucksmäuschenstill jetzt hier in der Halle, in der ansonsten eine gute Stimmung herrscht. Denn der FC Rüdertingen zum Beispiel hier von einem Fanbus hier mit begleitet worden. Zahlreiche Anhängerinnen und Anhänger des FC Rüdertingen hier mit dabei. Auch ansonsten eine gute Kulisse. Rund 500 Zuseher hier in dieser wunderbaren neuen Sporthalle in Oberding vor den Toren Münchens und quasi neben dem Flughafen im Erdinger Moos gelegen. Das sieht leider nicht gut aus. Könnte wohl, ohne jetzt hier Ferndiagnosen zu wagen, ein Bänderriss möglicherweise sein. Ist da nach dem Schussversuch, der abgeblockt wurde, unglücklich auf dem Boden aufgekommen und mit dem Fuß umgeknickt. Betretene Minen natürlich auch bei den Schweinfurterinnen. Die erste schwere Verletzung heute in diesem oder an diesem Turniertag. Eine Spielerin von den Sportvereinen Schweig hat es vorher auch im letzten Vorrundenspiel erwischt, aber das war nicht so schlimm. Musste zwar das Spiel auch vorzeitig beenden, aber das sah bei weitem weniger schlimm aus, als es jetzt hier aussieht. Wir wünschen da natürlich gute Besserung. Schauen wir dann mal, um welche Spielerin es sich genau handelt. Da geht es jetzt weniger darum, dass dieser Turniertag vermutlich beendet ist, sondern da geht es vielmehr darum, dass da nichts wirklich Schlimmeres passiert ist, aber das sieht nach einem Bänderriss aus hier. Selina Zieringer ist es da, die da vom Feld gebracht werden musste. Sie hat das Team überhaupt erst hierher geschossen. Sie hat im Finale letzte Woche gegen Fern Biburg im Bezirk Niederbayern das 1:0 erzielt, das entscheidende Tor. Und wie gesagt, wir wünschen ihr natürlich gute Besserung
und hoffen, dass es nichts allzu Schlimmes ist, auch wenn das jetzt von oben her in Richtung Benderis wohl geht, ohne Einwirkung einer Gegenspielerin. Noch gut 6 Minuten zu spielen, dann natürlich jetzt ein bisschen ein Schock für alle hier. Man merkt es auch an der Stimmung in der Halle sofort. Die lautstarke Unterstützung ist da auch jetzt, wo das Spiel wieder läuft, weg. Müssen sich alle erstmal ein bisschen sammeln nach dieser Verletzung von Selina Zieringer. Ja, dann Foulspiel hier an Emily Hobelsberger. Bislang ein sehr faires Turnier. Gab noch keine einzige Karte bisher und auch jetzt kommt Jule Betz mit einer Ermahnung davon. Da ist wieder Jule Betz am Ball. Wird gehalten und deshalb Freistoß für den ersten FC Schweinfurt 05. 5 Minuten und 20 Sekunden vor dem Ende dieses ersten Halbfinales. Da unglücklich auf den Ball, dadurch Ballbesitz für Rüderting. 3-2, wenn schnell und gut ausgespielt wird. Dauert allerdings da ein bisschen lang über Julia Hufsky. Deshalb ist die Chance dann weg. Jetzt die Konterchance für Schweinfurt. 2-1. Jetzt müsste der Querpass kommen. Kommt und jetzt nochmal der Rückpass. Ja, perfekt ausgespielt und Schweinfurt ist hier in dieser Partie der Anschlusstreffer durch Vanessa Schindler. Sehr gut gespielt, dieses 2-1. Und damit 4 Minuten und 38 Sekunden vor dem Ende das erste Gegentor für den FC Rüderting in diesem Turnier. Und Schweinfurt macht dieses Halbfinale wieder spannend. Gut ausgespielt, diesen Ballverlust des Gegners in der gegnerischen Hälfte. Aber jetzt die Möglichkeit, vielleicht prompt zum 3-1 zu stellen. Nein, da schießt Annalena Parzuber am Gehäuse von Leonie Heimann vorbei. Höllriegel. Parzuber wieder auf Höllriegel. Ja, macht das gut, aber auch diese Chance und dieser Schuss am Tor von Leonie Heimann vorbei. Und erneut unnötiger Ballverlust und Höllriegel macht es dann mit dem Alleingang und dem 3-1 für Rüderting nach diesem unnötigen Ballverlust von der Torschützin, von Vanessa Schindler, die da den Ball im Mittelfeld verliert und Franziska Höllriegel mit ihrem dritten Treffer in diesem Turnier und in ihrem zweiten Tor in diesem Halbfinale bringt Rüderting wieder mit 2 Toren hier in Führung. Natürlich müssen die Schweinfurter hier mit dem Rückstand etwas riskieren, waren deshalb ein bisschen offen hinten. Und werden da auch in den letzten 3 Minuten, die jetzt noch zu spielen sind, was riskieren müssen. Nächste gute Chance für Emily Hobelsberger. Aber kurz vor der Linie geklärt von Antonia Haider, der Kapitänin der Schweinfurterinnen. Zweieinhalb Minuten noch zu spielen. Ein Kick für den FC Rüderting, Emily Hobelsberger. Und wieder ein Kick. Höllriegel auf Madl. Schweinfurt kann sich da den Ball nicht sichern, dadurch bleibt Rüderting erstmal im Ballbesitz, da wir hier in die letzten 2 Minuten dieser Partie gehen. Stören früh und die Schweinfurterinnen haben dadurch Probleme, überhaupt in den Spielaufbau zu kommen. Hier gehen früh drauf, lassen ihnen wenig Raum und wenig Platz. Immer dann, wenn sie ein bisschen Zeit und ein bisschen Platz haben, dann kommen sie durchaus ins Spiel. Aber sobald Rüderting hier die Räume eng macht, tun sich die Schweinfurterinnen schwer.
80 Sekunden sind es jetzt noch. Jetzt ist mal ein bisschen Platz da. Aber sie kommen nicht zum Schuss, sie kommen nicht durch. Und so wird natürlich auch die Zeit langsam ein Faktor. Wobei, wie gesagt, wir gehen dann in die letzten 60 Sekunden und da haben wir Netto-Spielzeit. Das heißt, immer dann, wenn der Ball aus dem Spiel ist oder das Spiel unterbrochen ist, wird die Uhr angehalten, vergleichbar zum Eishockey. Schuss von Annalena Parzuber, gehalten von Leonie Heimann und damit erneut Ecke. Ja, sie kommen nicht so wirklich in den Angriff. Schweinfurt drinnen. Halbe Minute jetzt noch. Sind bemüht, kämpfen, aber kommen hier in der Endphase der Partie nicht mehr zu weiteren Torchancen. 20 Sekunden jetzt noch zu absolvieren. Fehlpass und damit die Chance für Hobelsberger, aber zweimal gehalten von Leonie Heidmann gegen Emily Hobelsberger, die heute auch schon zwei Treffer erzielt hat in diesem Turnier. Und 5 Sekunden vor dem Ende bei Einkick für Ruderting ist diese Partie natürlich entschieden und wir haben den ersten Finalisten in diesem Turnier. Der FC Ruderting ist jetzt noch eine Sekunde entfernt vom Finale um die Bayerische Hallenkrone der Frauen. Zum zweiten Mal nach 2020 steht der FC Ruderting im Finale um die Bayerische Meisterschaft. Gewinnt verdient mit 3:1 gegen den ersten FC Schweinfurt 05, die um Platz 3 spielen. Das Spiel natürlich sehr unglücklich begonnen für die Schweinfurterinnen mit diesem Eigentor in den ersten Sekunden der Partie bereits. Danach hat Ruderting, ja man könnte fast sagen, erwartungsgemäß das Spiel diktiert und gewinnt dementsprechend verdient mit 3:1 durch dann 2 Tore von Kapitänin Franziska Höllriegel und zieht in das Finale um die Bayerische Hallenfußballmeisterschaft der Frauen ein. Und wir kommen dann gleich zum zweiten Halbfinale dieser Partie. Und das zweite Halbfinale bestreiten der SC Regensburg und der TSV Schwaben Augsburg. Und auch hier ist der Vertreter aus der Gruppe B, der TSV Schwaben Augsburg, favorisiert. Sie wurden Zweiter in der Vordergruppe B, 6 Punkte haben sie geholt. 2 Siege gegen Schweig und gegen Hof, 1 Niederlage gegen Ruderting. Der SC Regensburg Gruppensieger in der Gruppe A. Ebenfalls 2 Siege, 1 Niederlage. Siege für den SC Regensburg gegen Markt Schwabenau und gegen den ersten FC Schweinfurt 05 bei 1 Niederlage gegen Erlangen im letzten allerdings bedeutungslosen Gruppenspiel für die Regensburger. Da standen sie bereits als Gruppensieger fest. Regensburg spielt hier in Weiß. Von links nach rechts und Augsburg in Rot. Entschuldigung, Regensburg in Rot von links nach rechts und Augsburg in Weiß-Grau von rechts nach links. Der TSV Schwaben Augsburg, der amtierende bayerische Hallen-Champion, hat sich im Vorjahr durchgesetzt und hofft hier auf die Titelverteidigung und ist hier favorisiert in diesem Halbfinale gegen den SC Regensburg. Fast eine erste Torschance hier für die Kapitänin, für Barbara Rauch, aber Regensburgerinnen erstmal dazwischen. Und das ist der, dann doch der frühe Führungstreffer für den TSV Schwaben Augsburg.
nach 1 Minute und 15 Sekunden die Führung für die Augsburgerinnen. Emily Stockinger mit ihrem dritten Treffer in diesem Turnier, gemeinsam mit Franziska Höllriegel damit mit den meisten Toren bisher in diesem Match. Der TSV Schwaben Augsburg im Freien in der Bayernliga auf Platz 1. Und der SC Regensburg spielt eine Klasse tief in der Landesliga, liegt dort auf Platz 8. Zwei Punkte vor dem Abstiegsplatz, müssen also da in der Rückrunde noch ein bisschen kämpfen. Korrekte Aktion, sagen die Schiedsrichterinnen. Und dann der Schuss und das 2:0 für den TSV Schwaben Augsburg. Nach dem gewonnenen Zweikampf in der Mitte ist es Jana Knopp, die hier das 2:0 für den TSV Schwaben Augsburg erzielt. Und damit die Weichen auf Finale stellt für die Augsburgerinnen. Und da scheint sich unsere Vermutung des Eingangs, dass die Gruppe B stärker besetzt war und die beiden Vertreterteams der Gruppe B auch im Finale gegeneinander spielen, tatsächlich zu bestätigen. In der Gruppe B mit Hof, Regionalligist, Klassenhöchste hier. Dann zwei Bayernligisten mit Ruderting und mit Schwaben Augsburg. Jetzt eigentlich erstmal die Möglichkeit für Regensburg, aber gut gehalten. Nachschussmöglichkeit, erneut gehalten. Und dann liegt da eine Regensburger Spielerin. Zweimal die Chance dafür Regensburg durch Isabella Dietl und Lena Karalic. Waren auch die beiden auffälligsten Spielerinnen bei den Regensburgerinnen in der vorrundigen Gruppe. Dietl mit zwei Treffern, Karalic mit einem Treffer in der Vorrunde. Ja, wie gesagt, in der Gruppe B ein Regionalligist mit Hof, zwei Bayernligisten mit Schwaben Augsburg und Ruderting. Das war auch die sogenannte Hammer- oder Todesgruppe und das hat sich hier auch bestätigt. Der Regionalligist Hof tatsächlich ausgeschieden und die Spiele in dieser Gruppe B, die waren schon besser und intensiver, gerade wenn diese drei Mannschaften Hof, Augsburg und Ruderting gegeneinander gespielt haben. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Ruderting hier das Halbfinale 3:1 gewonnen hat und dass Schwaben Augsburg hier mit 2:0 gegen Regensburg führt. Allerdings der zweite leichtfertige Ballverlust in Folge. Zum zweiten Mal kann das allerdings Regensburg nicht nützen. Die Regensburgerinnen sind übrigens Rekordteilnehmer, sind zum 13. Mal hier bei der Bayerischen Meisterschaft mit dabei. Nachdem sie bei den letzten vier Teilnahmen das Halbfinale versäumt haben, sind sie jetzt mal wieder im Halbfinale und haben sich auch sozusagen akribisch vorbereitet, extra Futsaltraining in den letzten Wochen gemacht und das hat durchaus auch gefürstet. Denn in den letzten drei, denn in diesem Turnier hat man sich immerhin in einer Gruppe mit drei Landesligisten durchgesetzt. Schwaben Augsburg mit dem Ball in der eigenen Hälfte. Ein Kick für Schwaben Augsburg. Abwurf vom Gehäuse der Regensburgerinnen. Ich hab's gehört, ich hab euch am Ohr, ich hab's gehört. Erneut Abwurf vom Gehäuse des SC Regensburg. Das Spiel plätschert momentan so ein bisschen vor sich hin. Augsburg zieht sich ein bisschen zurück.
schaut, was die Regensburger hier anzubieten haben. Aber die tun sich schwer. Hatten vorhin durchaus ein, zwei gute Möglichkeiten nach den Ballverlusten der Augsburgerinnen, aber die haben sich als Folge davon jetzt ein bisschen zurückgezogen, spielen ein bisschen defensiver mit dieser 2:0-Führung und lassen die Regensburgerinnen ein bisschen kommen. Kommen jetzt selbst wieder zu einer Möglichkeit, allerdings gut gehalten da von Lilly Eckert, der Torfrau des SC Regensburg, gegen diesen Schuss der dreifachen Torschützin Emily Stockinger. Dreifachen Torschützin in diesem Turnier. Da wurde gerade Selina Zieringer vom SC Rüdertingen am Spielfeldrand, am Hallenrand vorbeigetragen. Nochmal gute Besserung von allen. Jetzt da ist die Regensburg, aber rücken sie zu langsam nach. Aus einer Überzahl wird eine Unterzahl und dadurch kommen sie da nicht allzu weit über Magdalena Biersack. Carla Hüttner, der Nummer 2, war da gerade am Ball mit 6 Treffern, die erfolgreichste Torschützin im Feld in der Landesliga beim SC Regensburg. 7,5 Minuten sind vorbei, Halbzeit sozusagen in diesem zweiten Halbfinale. 2:0 die Führung für den TSV Schwaben Augsburg, die hier sehr stark begonnen haben, sich in den letzten Minuten allerdings ein bisschen zurückgezogen haben. Vielleicht kann Regensburg das ja ausnützen. Aber auch da dauert es ein bisschen zu lang, bis sich Magdalena Biersack vom Ball trennt oder den Pass aufs lange Eck wagt. Und deshalb ist die Chance für den SC Regensburg dann auch wieder vorbei. Ja, guter Versuch des Direktspiels da über Roxanne Greineder und Jana Knopp. Finale Pass auf Tamara Schneider kam dann allerdings nicht an. Sieht hier wieder, lassen die Regensburger in der eigenen Hälfte spielen, stehen dann ab der Mittellinie die Augsburgerinnen. Und allzu viel fällt dem SC Regensburg da bisher nicht unbedingt ein, um zu Torschancen zu kommen mit eigenem Ballbesitz. Meistens, wenn es eine Torschance wird, dann war es hier in dieser Partie und überhaupt in diesem Turnier für Regensburg aus dem Umschaltspiel heraus. Das haben sie gut gemacht bisher in diesem Turnier. Bei Ballverlust des Gegners schnell umgeschalten. Haben sie auch hier in diesem Halbfinale ja da schon ein, zwei Mal gut gemacht nach dem 0:2 Rückstand. Aber seitdem Augsburg das Ganze ein bisschen defensiver angeht, klappt das natürlich auch nicht mehr so. Jetzt mal ein Ballverlust da und vielleicht die Möglichkeit im Konter. Aber das dauert dann auch zu lange. Der Pass nach links draußen wäre da vielleicht die schlauere Lösung gewesen für Laura Nöhl. Fünfeinhalb Minuten noch zu spielen. Sophia Novak. Aber da kommt die Auslinie ein bisschen zu früh für sie. Ein Kick für den TSV Schwaben Augsburg. Stockinger wieder auf dem Parkett jetzt. Oh, leichtfertiger Fehlpass von Greineder. Dadurch Regensburg, aber auch da kommt der finale Pass einmal mehr nicht an. Stockinger. Und dann ein Kick für Regensburg. 4,5 Minuten noch zu spielen. Ballverlust von Magdalena Biersack und die Möglichkeit für Augsburg. Stockinger scheitert. Nochmal Stockinger und dann ist es der Nachschuss und das 3:0 und damit die Entscheidung in dieser Partie. Gut 4 Minuten
vor dem Ende Annalena Knöferl mit ihrem ersten Turniertor. Sie hat auch im schwäbischen Bezirksfinale das Siegtor erzielt für den TSV Schwaben-Augsburg. Und hier trifft sie im Nachschuss, nachdem vorher Emily Stockinger gescheitert war zweimal. Und damit dürfte diese Partie, auch wenn sie im Hallenfußball natürlich schnell gehen kann, 3,5 Minuten vor dem Ende entschieden sein. Auch wenn wir hier von Isabella Dietl nochmal den Anschlusstreffer oder den ersten Treffer für die Regensburgerinnen sehen. Isabella Dietl, auch sie jetzt hier mittlerweile mit dem dritten Turniertor. Ja, sie und Lena Kajalitsch in der Offensive, die beiden auffälligsten Regensburger Spielerinnen, nicht nur jetzt im Halbfinale, sondern auch eben schon in den drei Vorrundenspielen. Beiden haben 4 der 5 Regensburger Tore hier in diesem Turnier bisher erzielt, zeigt aber natürlich auch, dass man ziemlich abhängig ist von diesen Spielerinnen. Also hinten noch Lara Bräutigam, die Bälle gut verteilt und auch gut in der Defensive steht. Zweieinhalb Minuten noch zu spielen. Wäre eine 2-auf-1-Situation geworden, wenn da Annalena Knöferl den Ball hätte annehmen können. So gibt es jetzt erstmal einen Kick für den TSV Schwaben-Augsburg. Und wir werden jetzt dann auch gleich eine Auszeit haben, denn die Trainerin von Schwaben-Augsburg kommt dann mit dem Auszeitkärtchen. Auszeit gibt es dann, wenn das Team bei einer Spielfortsetzung Ballbesitz hat. Und das ist jetzt der Fall, denn es gibt einen Kick für den TSV Schwaben-Augsburg und dementsprechend kann jetzt die Auszeit auch ausgesprochen werden. Auszeit des TSV Schwaben-Augsburg, genommen von der Trainerin Mona Butnik. Die war früher selbst Spielerin, 36-jährige Soldatin, war Torjägerin beim TSV Schwaben-Augsburg, war dann nach ihrer aktiven Laufbahn im Trainerstab bei dem FC Bayern, bei den Frauen und bei den beim U20-Team des FC Bayern und ist vor dieser Saison zum TSV Schwaben-Augsburg zurückgekehrt als Trainerin. Wunschlösung, Mona Butnik, so haben es die Verantwortlichen gesagt und sind froh, dass das jetzt geklappt hat. Man wollte sie eigentlich schon vorher mal als Trainerin haben, aber da, wie gesagt, hat sie erstmal erste Trainererfahrung beim Trainerstab des FC Bayern München im Frauen- und Nachwuchsteam gesammelt. Im Futsal kann man einmal eine Auszeit nehmen, pro Halbzeit, wenn man in 2 Halbzeiten spielt, oder pro Spiel, pro Team. 1 Minute dauert die Auszeit, ist jetzt beendet und damit geht es jetzt hier weiter mit den letzten knapp 2 Minuten dieser Partie beim Stand von 3:1 für den TSV Schwaben-Augsburg. 1,5 Minuten noch zu spielen. Der SC Regensburg verliert den Ball, was die Augsburger ihm jetzt gleich tun. Und dann ist das der Anschlusstreffer für den SC Regensburg nach diesem unnötigen Ballverlust. Und jetzt haben wir tatsächlich nochmal, man glaubt es kaum, eine richtig spannende Partie. Erneut Isabella Dietl, ihr zweites Tor heute, ihr zweites Tor in diesem Halbfinale, ihr 4. Tor insgesamt in diesem Turnier, womit sie sich auf Platz 1 der Torschützenliste schiebt. Und jetzt die letzte Minute und tatsächlich ist dieses Spiel nochmal spannend. Hätte ich nicht gedacht. Und Augsburg ein bisschen selber schuld. Ein bisschen das Ganze arg lässig genommen und unnötige Scheibenverluste. Unnötige Scheibenverluste, ich bin beim Eis okay, unnötige Ballverluste des TSV Schwaben-Augsburg, die hier Regensburg zurück in dieses Spiel bringen. Und 2 Treffer von Isabella Dietl. Jetzt spielen sie mit Flying Goalkeeper, die Regensburgerinnen, in dieser letzten Minute.
Aber das gibt natürlich auch die Möglichkeit, vielleicht aus der Distanz zu probieren für Augsburg, so wie hier. Aber Ecke erstmal für Regensburg, für Augsburg, Entschuldigung, 37 Sekunden noch. Schuss am Tor vorbei und in der letzten Minute wird ja netto gespielt, also sind jetzt immer noch 35 Sekunden. Zeit hat Regensburg noch. Da ist wieder Titel. Spielt den Ball auf halb links. Und dann kann sich Magdalena Piersack nicht durchsetzen. Abwurf 24 Sekunden vor dem Ende. Ein Kick für Augsburg, noch 20 Sekunden jetzt. Emily Stockinger beim Einkick. Ballverlust vermeiden natürlich jetzt für Augsburg, aber da ist dann prompt auch dieser Ball weg und damit Einkick erneut für Regensburg. Die Kapitänin Philomena Ledermann. Erneuter Einkick, noch 14 Sekunden. Wir müssen irgendwann den Ball nach vorne bringen. Noch 10 Sekunden. Wir müssen jetzt schnell den Ball nach vorne bringen, Ledermann. Noch 5 Sekunden, sonst geht ihnen die Zeit aus. Vielleicht noch eine Schusschance, aber dann wird Carla Hüttner abgedrängt. Und 2 Sekunden vor dem Ende war es das. Jetzt müssen die Augsburgerinnen eigentlich nur noch den Ball nach vorne werfen. Und dieses Match ist vorbei. Und so ist es. Das Spiel ist vorbei. Der TSV Schwaben Augsburg gewinnt dieses Spiel mit 3:2 gegen den SC Regensburg. Steht damit im Finale. Gegen den FC Rudolting eine Neuauflage des Vorrundenspiels aus der Gruppe B. Ja, da haben sie es doch nochmal spannend gemacht hier am Ende. Guter Kampf des SC Regensburg, aber am Ende sicherlich ein durchaus verdienter 3:2-Sieg für den TSV Schwaben Augsburg in diesem zweiten Halbfinale. Also, wir haben das Finale zwischen Augsburg und Rudolting. Das Spiel um Platz 3 zwischen Regensburg und Schweinfurt. Jetzt allerdings erstmal die Spiele um Platz 7 und Platz 5. Im Spiel um Platz 7 machen sich jetzt Erlangen und Schweig unten bereit. Bevor wir allerdings dann hernach zu diesem Spiel kommen, geben wir mal kurz zu meinem Kollegen Tobi Wittenzellner, der Silke Rammel, die BFV-Vizepräsidentin, im Interview hat. Ja, bei mir ist jetzt die Vizepräsidentin des Bayerischen Fußballverbands, Silke Rammel. Erstmal herzlich willkommen. Ja, hallo. Silke, vorab, wir kennen uns ja schon zeitlang, deswegen duzen wir uns jetzt auch im Gespräch. Ja, Silke, erzähl ein bisschen, wie ist dein erster Eindruck vom Niveau hier von den Bayerischen Meisterschaften der Frauen heuer? Ja, ich bin schon beeindruckt vom Niveau her. Wie reingekommen bin in Talia auch von der Stimmung. Ich springe sofort über, dass es wirklich gute Veranstaltung ist. Und wenn man jetzt auch die beiden Halbfinalspiele gesehen hat, sehr spannend bis zum Schluss und ein sehr hohes Niveau. Auch Stimmung, glaube ich, ist gut. Vor allem die Fans vom FC Rudolting sind gut unterwegs. Wie schätzt du die Stimmung hier ein in der Halle? In Oberding? Ja, es ist jedes Jahr eigentlich bei den Frauen, dass gute Stimmung herrscht. Und man hört ja, sie haben Trommeln dabei. Man hört es jetzt im Hintergrund auch schon wieder. Klar, die Fans von Rudolting, aber auch die Fans von Schwaben Augsburg unterstützen lautstark. Und da dürfen wir uns noch auf ein schönes Finale freuen. Genau, du sprichst es ja an, Rudolting und Schwaben Augsburg, die zwei lautstärksten Teams zumindest auf den Rängen, auch im Finale. Du musst ja wahrscheinlich neutral sein, aber in dir schlägt ja bekanntlich ein niederbayerisches Herz. Wie hast du bisher den Auftritt vom FC Rudolting verfolgt hier beim Turnier? Ist ja schon sehr beeindruckend, was die abliefern bisher. Ja, für mich war Rudolting eigentlich schon ein Favorit heute fürs Turnier. Ich kenne sehr, sehr viele Spielerinnen, die ich selber als Trainerin in der Regionalauswahl gehabt habe. Und da ist schon sehr hohe Qualität vorhanden. Und ich denke schon, dass gute Chancen haben, dass sie erstmal den Titel holen. Aber man kann nicht wirklich sagen, die besten Spielerinnen gewinnen das Turnier, weil es ist viel möglich im Fußball. Und Schwaben Augsburg hat man jetzt auch im Halbfinale gesehen, tritt gut auf, sind technisch stark und ich erwarte ein spannendes Finale.
Zumal es ja irgendwie eine Revanche ist für die Gruppenphase. Da hat ja Rudertingen gewonnen gegen Augsburg. Ja, vielleicht eine besondere Konstellation, zumal ja Augsburg ja Titelverteidiger ist. Also alles offen eigentlich fürs Finale, oder? Ja, Schwaben-Augsburg wird mit Sicherheit auf Revanche gehen vom Gruppenspiel. Ja, wer das erste Tor wahrscheinlich schießt, der hat die besseren Karten, weil dann auch nochmal zurück zum Kommen und in Führung zum Gehen. Mit der Qualität der Spielerinnen ist wahrscheinlich schwierig. Werfen wir abschließend vielleicht noch einen allgemeinen Blick auf den Frauenfußball in Bayern. Kannst du uns einen Einblick geben, wie ist die Situation momentan, wie bist du zufrieden? Was gibt es zu sagen über den Frauenfußball aktuell? Ja, wir machen sehr, sehr viel im Frauenfußball, weil die letzten Jahre auch Corona beträgt. Corona-bedingt das Ganze natürlich rückläufig war. Und wir haben dann eben die Zeit nach Corona genutzt, eine Mädchenkampagne aufzusetzen mit Lasst sie spielen, wo eben speziell auf die Themen im Frauen- und Mädchenbereich eingegangen wird, ob es Trainerinnenausbildung ist oder Netzwerktreffen vor Ort bei den Vereinen oder eigens DFB-Mobile, die gebrandet sind für den Mädchenfußball, um einfach die Mädchen wieder auf den Fußballplatz zu bringen. Und das ist uns mittlerweile sehr, sehr gut gelungen. Wir haben noch ein ganzes Jahr vor uns, wo die Kampagne weiterhin durchgeführt wird. Und dann hoffen wir auf eine gute Zukunft im Frauen- und Mädchenbereich. Wir werden es auf alle Fälle natürlich weiter verfolgen. Silke, vielen Dank für dein Statement hier in der Pause. Und ja, parallel laufen ja auch schon die Platzierungsspiele. Jetzt gerade das Spiel um Platz 7. Und damit wieder zurück zu unserem Kommentator Tobias Welk. Ja, ich habe es angesprochen. Hier spielen gerade die Spielvereinigung Erlangen und die Sportfreunde Schweig im Spiel um Platz 7. 0:0 ist noch der Spielstand nach gut 3 Spielminuten. Ist noch nicht allzu viel passiert. Die Gastgeber sozusagen, die Sportfreunde Schweig, ist hier ein Ortsteil von Oberding. Die sind deshalb mit dabei, weil sie eben der ausrichtende Verein sind. Deshalb sind sie der zweite Verein aus Oberbayern, der hier neben dem oberbayerischen Bezirksmeister noch mit dabei ist. Sind hier als Bezirksligist in der Underdog-Rolle, sowohl in dieser Partie wie auch insgesamt in diesem Turnier. Haben bisher einen Punkt in der Vorrunde geholt, haben bisher noch kein einziges Tor geschossen. Das einzige Team noch ohne Tor und sind deshalb in diesem Spiel gegen den Landesligisten Erlangen sicherlich in der Außenseiterrolle. Aber wer weiß, vielleicht gelingt Ihnen ja noch eine kleine Überraschung in diesem Spiel um Platz 7 und Sie könnten sich vielleicht hier sogar noch den 7. Platz sichern. Wäre sicherlich ein Erfolg für die Sportfreunde Schweig, während Erlangen eigentlich ins Halbfinale wollte. Die hatten die etwas leichtere Gruppe, die Gruppe A, erwischt, haben auch selbst gesagt, ja, wir hatten da schon ein bisschen Losglück. Wir haben 3 Landesligisten in der Gruppe, das ist nicht einfach, weil wir auch selbst ein Landesligist sind, aber es ist immer noch leichter als die andere Gruppe und eigentlich wollen wir da schon ins Halbfinale kommen. Hat leider nicht ganz geklappt für die Spielvereinigung Erlangen mit dem Einzug ins Halbfinale. Sie sind zum ersten Mal bei dieser bayerischen Meisterschaft mit dabei und dass sie was können, das haben sie im letzten Vorrundenspiel gezeigt. Da haben sie nämlich den Halbfinalisten aus Regensburg geschlagen, hat ihnen allerdings nichts mehr geholfen im Kampf um den Einzug ins Halbfinale. So, dann schauen wir auch mal runter aufs Parkett. Wir haben hier noch gut 10 Minuten zu spielen in diesem Spiel um Platz 7. 0:0 weiterhin der Spielstand zwischen Erlangen und Schweig. Die Erlanger in Grau von links nach rechts, Schweig in Schwarz von rechts nach links und der Underdog aus Oberbayern, der geht hier mit 1:0 in Führung. Das erste Tor in diesem Turnier für die Sportfreunde Schweig. Nadine Kutscher erzielt es. Sind auch in dieser Saison nicht groß bei Hallenturnieren in Erscheinung getreten. Die Sportfreunde Schweig haben bei den Kreis- und Bezirksmeisterschaften nicht mitgespielt. Waren also ein bisschen ein unbeschriebenes Blatt vor diesem Turnier. Haben ganz gut mitgehalten in dieser Todesgruppe da mit dem Regionalligisten und 2 Bayernligisten. Nur 3 Gegentore. Immerhin ein 0:0 geholt gegen Rudertingen, den Finalisten hier. Also spielen hier bisher ganz ordentlich mit und sind jetzt hier sogar gegen den Landesligisten Erlangen in Führung gegangen. Erlangen, ein Team, das von seiner Kompaktheit sozusagen lebt, sind jetzt keine großartig herausragenden oder herausstechenden Spielerinnen dabei, sagen wir es mal so. Man lebt vom Kollektiv, sagt auch Trainer Florian Hoffmann.
Wir haben uns im Bezirk durchgesetzt, weil wir eine Einheit sind, weil wir am besten gekämpft haben. Und deshalb haben wir uns für die Bayerische Meisterschaft qualifiziert. Etwas, das man auch heute hier gesehen hat. Ein bisschen in der Gruppe A unter Wert geschlagen, Erlangen. Haben sie nicht so einen schlechten Start gehabt. Gleich mit der Niederlage im ersten Spiel, Schlüsselspiel gegen Schweinfurt. Sie hätten es auch hier ins Halbfinale schaffen können. Sind Tabellenfünfter in der Landesliga Nord mit bisher 17 Punkten zur Winterpause, die Spielvereinigung Erlangen. Man war allerdings schon sehr stolz, dass man es zum ersten Mal zur Bayerischen Meisterschaft geschafft hat. Acht Minuten sind es jetzt hier in diesem Spiel um Platz 7 noch. Fehlpass im Spielaufbau. Manuela Moos wird bereits getroffen, hat ein kurioses Tor im Sitzen erzielt hat in der Vorrunde. Katharina Vornehm, die Spielführerin, da mit dem Fehlpass in der gegnerischen Hälfte. Schussversuch von Nadine Kutscher, der Torschützin hier, mit dem bisher einzigen Treffer in dieser Partie, mit dem 1:0. Jetzt die Möglichkeit vielleicht für Erlangen über halb rechts, aber da ist dann Luise Kronseder noch dazwischen bei diesem Schussversuch. Ecke gleich nochmal. Marielle, Kapitänin von Schweig, da mit dem Fuß dazwischen. Vielleicht die beste Spielerin bei den Sportvereinen Schweig heute an diesem Tag bis dato. Dirigiert da von hinten heraus sehr souverän. Schaltet sich auch immer wieder nicht ungefährlich in die Angriffe mit ein. Auch hier wieder gut dazwischen. Pass antizipiert. Emily Meixner für Erlangen. Dann Katharina Vornehm. Meixner wieder. Kann sich da aber nicht durchsetzen. Ja, sie tun sich schwer, zu Torchancen zu kommen. Auch das etwas, was wir heute in der Vorrunde schon gesehen haben bei Erlangen. Tore sind eher kurios gefallen. Teilweise, wie gesagt, einmal im Sitzen auch. Einmal angeschossen worden vorm Gehäuse vom Gegner. Man tut sich schwer, eigene Torchancen aus dem Spiel heraus zu kreieren. Die Mittelfränkinnen. Und das zieht sich jetzt auch hier in diesem Spiel um Platz 7 so durch. Vornehm. Auch da wieder geblockt dieser Schuss von Franziska Lommer. Weiterhin Vornehm. Ja, Thomas beim Einkick. Dann Emily Meixner. Vornehm, Meixner. Ist ein bisschen wie im Handball da jetzt gerade. Spielen sich da die Bälle wie um den Kreis herum zu, wie beim Handball. Von links nach rechts, von rechts nach links. Aber es geht wenig nach vorne bei der Spielvereinigung Erlangen. Schweig ist da wirklich gut eingestellt von Trainer Manfred Buchhauser. Verteidigen da sehr geschickt, sehr kompakt und man sieht's. Zwar viel Ballbesitz für Erlangen, aber ein bisschen Tiki-Taka ohne Raumgewinn. Da liegt eine Spielerin auf dem Boden, wird sicherlich gleich das Spiel unterbrochen werden. 4 Minuten und 20 Sekunden vor dem Ende, ne? Steht schon wieder Jelvas. Deshalb läuft das Spiel weiter. Marielle, die dann eine Zeit lang auf dem Boden gelegen ist, dann wieder aufgestanden. Und das gibt die Möglichkeit vielleicht für Erlangen, aber da zögert dann Katrin Frey zu lange mit dem Abschluss. Vier Minuten in diesem Spiel um Platz 7. Die Torschützin Nadine Kutscher
Aber dann ein Kick für die Spielvereinigung Erlangen. Hier trotz viel Feldüberlegenheit und Ballbesitz nicht wirklich zu Torchancen kommen. Immer wieder ein Bein dazwischen. Ja, der Ballverlust tut weh, aber Erlangen kann das zunächst nicht nützen, aber weiterhin im Ballbesitz mit Manuela Moos. Der springt der Ball allerdings vom Fuß. Und auch hier wieder kaum Durchsetzungskraft im Spiel nach ganz vorne da. Sie kommen nicht in die gefährliche Zone und kommen auch nicht zu einem Distanzschuss, die Erlangerinnen. Und so tickt die Uhr erbarmungslos runter, noch knapp 3 Minuten. Moos. Missverständnis da mit Stefanie Reinhardt. Zweifache Torschützin Stefanie Reinhardt in diesem Turnier. Beide Treffer gegen den SC Regensburg erzielt für Erlangen. Auszeit genommen jetzt von Trainer Manfred Buchhauser, von den Sportfreunden Schweig, die wie gesagt der Ausrichter dieses Turniers hier sind. Ein Ortsteil von Oberding. Und deshalb sind sie hier als Gastgeber, als zweiter Vertreter des Bezirks Oberbayern mit dabei. Die 7 Bezirkssieger sind mit dabei und dann eben immer der Gastgeberverein in diesem Jahr, die FC Sportfreunde Schweig, die in der Bezirksliga in Oberbayern spielen, dort im hinteren Mittelfeld platziert sind. Auch die Herren sind ja durchaus bekannt, spielen auf Verbandsebene. Es kann weitergehen nach der Auszeit mit Abwurf vom Schweiger Gehäuse. Von der Torfrau. Bei Umwege kommt der Ball da an bei Torschützin Kutscher. Und dann ein Kick für Erlangen. Sarah Dendorf. Dendorf, vielleicht mal ein Distanzschuss. Ja, Versuch ist es wert, aber erneut geblockt, dieser Schuss. Die blocken da wirklich alles weg, die Frauen aus Schweig. 2 Minuten noch. Katrin Frei. Erneut ein Fuß dazwischen, dieses Mal erneut der von Marielle, die auch in dieser Partie wieder sehr hervorstechend da im Defensivbereich agiert. Ecke für Erlangen. Und überraschenderweise wieder ein Fuß dazwischen, dieses Mal der von Anna Gai. 1:20 jetzt noch zu absolvieren. Erneute Ecke. Und wieder ein Fuß, dieses Mal wieder der von Marielle. Das Mal war es die eigene Spielerin der Spielvereinigung Erlangen, die da vor dem Gehäuse als letzte dran war. Deshalb ein Kick für den FC Schweig. Der Ball im Aus. Ein Kick für Erlangen. Letzte Minute läuft, 54 Sekunden noch. Dendorf, ja, wieder kommt sie da nicht durch, wieder ist ein Abwehrbein dazwischen. Moos, aber auch sie kann sich nicht durchsetzen. Nächste Möglichkeit, Dendorf, knapp vorbei, da ist endlich mal ein Schuss durchgekommen. Trainer Hoffmann unzufrieden, er hätte da gern den Pass nach halb links gehabt zu Katharina Vornehm, aber auch so war das natürlich nicht schlecht gemacht. Und wer weiß, ob es anders besser geworden wäre. Jetzt auch nicht allzu viel gefehlt, halbe Minute noch. Ballverlust Moos, aber das kann Rebecca Huber nicht nützen. Weiter Abwurf, aber Torfrau
Sabine Winkler ist dazwischen, 21 Sekunden noch. Moos. Ja, Fehlpass, ein Kick, FC Schweig, 14 Sekunden noch zu spielen. Trainer Florian Hofmann beordert sein Team nach vorne, die Räume eng machen, es sind nur noch 14 Sekunden, alles dicht machen vorne. Gelingt ihnen auch, kommen dadurch an den Ball, aber etwas überhastet da abgeschlossen von Katharina vor dem. Da hatte sie noch Zeit, ja, noch 8 Sekunden, also da musste sie gar nicht schießen, aber überhastet. Da bekommt Luise Kronseder den Ball ins Gesicht. Deshalb ist das Spiel jetzt eine Sekunde vor dem Ende nochmal unterbrochen. Jetzt brauchen sie ein kleines Fußballwunder, die Frauen von der Spielvereinigung 04 Erlangen, wenn sie hier noch ins 6-Meter-Schießen kommen wollen. Nicht so schlimm bei Luise Kronseder. Und jetzt wird ein langer Ball kommen, den man vorhin versucht irgendwie zu verlängern. Ja, und jetzt ist die Zeit abgelaufen, obwohl da eigentlich der Einkick noch gar nicht ausgeführt werden sollte, weil er nochmal dazwischen gepfiffen wurde. Aber man belässt es dabei. Das Spiel ist beendet. Die FC Sportfreunde Schweig holen sich mit einem 1:0-Sieg Platz 7 bei diesem Turnier. Das einzige Tor, das die Schweigerinnen hier in diesem Turnier erzielt haben, bringt ihnen Platz 7. Das ist doch eine ordentliche Vorstellung, eine ordentliche Platzierung hier für den krassesten Außenseiter bei diesem Turnier, die Gastgeberinnen. Und die Spielvereinigung Erlangen damit nur Achter. Sicherlich ein bisschen enttäuscht am Ende der Landesligist über diesen 8. Platz hier bei diesen bayerischen Meisterschaften. Und wir gehen weiter zum Spiel um Platz 5 zwischen der Spielvereinigung Markt Schwabenau und dem ersten FFC Hof. Beide Dritter geworden in ihren Vorrundengruppen. Markt Schwabenau in Rot von links nach rechts und der erste FFC Hof in Weiß von rechts nach links. Hof sicherlich favorisiert in dieser Partie. Das klassenhöchste Team hier bei diesem Turnier als Regionalligist. Allerdings das Ziel, Halbfinale hat man schon mal natürlich verfehlt. Kann allerdings hier jetzt gleich mal vorlegen nach wenigen Sekunden, aber gehalten diese erste Chance von Isabel Kastner. Markt Schwabenau auch mit vielen Fans hier, denn Markt Schwaben liegt hier nur 18 Kilometer von Oberding entfernt. Der oberbayerische Meister zum zweiten Mal in Folge hier bei der Bayerischen Meisterschaft mit dabei. Im letzten Jahr waren sie im Halbfinale. Sind ja ein aufstrebendes Team. Sie spielen in der Bezirksliga in Oberbayern. 2022 Kreisklassenmeister, 2023 Kreisligameister, jetzt auch in der Bezirksliga vorne mit dabei. 5 Punkte hinterm Tabellenführer, ein Spiel weniger. Und wie gesagt, 2023 und 2024 oberbayerischer Hallenmeister geworden und zweimal eben dann hier dabei bei der Bayerischen Meisterschaft. Hat natürlich in dieser Gruppe A schon ein bisschen mit dem Halbfinale spekuliert gehabt. Gesagt, die drei Landesligisten Erlangen, Regensburg, Schweinfurt. Und Markt Schwabenau als Bezirksligist hat da schon gehofft, dass man vielleicht ins Halbfinale einziehen kann. Hat auch bei den oberbayerischen Meisterschaften zunächst im Vorturnier mit Stern München den Bayernligisten rausgeschmissen und dann mit Forstern im Endturnier ebenfalls den Bayernligisten rausgeschmissen. Und es war auch am Ende sehr, sehr knapp, denn im letzten Gruppenspiel 0:0 gegen Schweinfurt. Das Unentschieden hat Schweinfurt gereicht. Beide Teams 4 Punkte. Und nur wegen einem Tor, dass Schweinfurt in der Tordifferenz besser war, hat sich Schweinfurt gegenüber Markt Schwabenau hier fürs Halbfinale qualifiziert. Und ist eben Markt Schwabenau hier im Spiel um Platz 5. 2 Minuten sind in diesem Spiel vorbei. Hof mit dem besseren Beginn, aber noch ohne Treffer. Isabel Kastner, gut gespielt, Möglichkeit, aber dann scheitert Janina Rebhahn. Und dann vielleicht die Kontermöglichkeit für Markt Schwabenau,
ein bisschen gezögert, aber trotzdem noch die Torchance für Susanne Bayraktari. Aber die erfolgreichste Torschützin für Marc Schwabenau beim Bezirksfinale mit 3 Treffern vergibt hier. Carlotta Hollfelder verliert dann den Ball für Hof. Der erste FFC Hof ist ja der erste und einzigste Frauenfußballverein in Oberfranken. Reiner Frauenfußballverein. Schussversuch aus der Distanz abgeblockt. Die Spielverlängerung Marc Schwabenau, bei der spielen die Junioren- und Frauenteams aus dem Ort Marc Schwaben. Gibt es ja 3 Clubs in Marc Schwaben mit der BSG Marc Schwaben, dem FC Falke Marc Schwaben und eben mit Marc Schwabenau, die jetzt hier mit 1:0 in Führung gehen durch den Treffer von Eva Schmidt, ihr zweites Tor am heutigen Tag. Und bei der Spielverlängerung Marc Schwabenau eben sind die Frauen- und Juniorenteams konzentriert. Die 3 Teams werden allerdings fusionieren. Da gab es heute Vormittag eine Informationsveranstaltung für Mitglieder und Interessierte. Es wird eine Verschmelzung aller 3 Vereine geben zu einem Verein in Marc Schwaben. Und die nächste Chance jetzt gleich. Der Schuss allerdings dann zu harmlos von Hanna Bauer. Sina Wunderlich im Tor des ersten FFC Hof kann abwehren. Ein Kick damit für Marc Schwabenau. Ein Foulspiel und Freistoß für den ersten FFC Hof, der im zweiten Jahr in der Regionalliga spielt. Auf Platz 7 zur Winterpause steht, im gesicherten Mittelfeld 8 Punkte vor den Abstiegsplätzen. Neben dem Regionalliga-Team gibt es auch noch eine zweite Frauenmannschaft in der Bezirksoberliga. Natürlich auch mehrere Mädchenteams. Das ist auch ein Leistungszentrum Mädchenfußball. Der FFC Hof ist auch mit 3 Titeln der Rekordtitelträger bei den Bayerischen Hallenmeisterschaften, die seit 2004 ausgetragen werden, seit 2014 nach Futsalregeln. Zuletzt war Hof 2014 Bayerischer Hallenmeister. Den weiteren Titel werden sie in diesem Jahr, wie gesagt, nicht erringen können, da sie nur auf Platz 3 nach der Vorrunde gelegen sind. Wie eine kleine Enttäuschung. Wobei es eben in dieser Gruppe mit 2 Bayernligisten auch nicht einfach war. Trotzdem hatten sie sich natürlich ein bisschen mehr ausgerechnet als einen Sieg in der Vorrunde gegen Schweig. Ansonsten die Spiele sowohl gegen Ruderteam wie auch gegen Schwaben-Augsburg verloren. Und auch jetzt im Spiel um Platz 5 liegen sie hier 1:0 hinten. Haben sich allerdings auch bei der Bezirksmeisterschaft relativ schwer getan. Gegen Bayreuth, Universitätssportclub Bayreuth, erst nach 6 Meterschießen im Finale gewonnen. Schweig macht das hier mittlerweile in diesem Spiel nach dem Führungstreffer ganz gut. Entschuldigung, Marc Schwabenau macht das hier bisher nach diesem Führungstreffer ganz gut. Halten die Hoferinnen eigentlich ganz gut weg vom Tor. Vielleicht jetzt mal eine Einzelaktion, aber da springt dann der Ball zu weit vom Fuß. Zweite Möglichkeit, wieder weg. Janina Rehpan war es, die 2 Treffer beim Bezirksturnier erzielen konnte. Dann auf der anderen Seite die Chance für Johanna Gaubatz. Aber am Tor vorbei. Jasmin Weiß. Isabel Kastner. Kann sich da nicht durchsetzen.
Ein Kick für Hof. Den führt Jasmin Weiß aus. Hof erst mit 2 Treffern bisher in diesem Turnier. Einer beim Sieg gegen Schweig, einer bei der Niederlage gegen Schwaben-Augsburg. Tun sich schwer im Spiel nach vorne, das war den ganzen Tag über schon zu sehen und sieht man auch jetzt. Jetzt mal ein Schuss, aber sichere Beute für die Torfrau. Nächste Möglichkeit und glänzend pariert dieser Schuss von Puisan Yao. Die schon mal bayerische Meisterin war mit dem ersten FFC Hof. Aber hier scheitert an Elisabeth Weber. 7 Minuten sind noch zu spielen. Nathalie Fischer, Pass kommt nicht an. Vielleicht die Kontermöglichkeit über Anna Formanski. Spielen erstmal auf Sicherheit, nachdem es dann nicht schnell zum Konter kam. Dann ein Kick für Hof. Schlechter Abwurf, aber kann Hof erstmal nichts draus machen, aber haben den Ball. Nathalie Fischer und Svenja Müller. Svenja Müller kommen da allerdings mit Carlotta Hollfelder nicht zum Abschluss. Müller über die Torfer, über Sina Wunderlich, die vor dem Turnier gesagt hat, Hallenfußball ist die leichteste Möglichkeit, deutscher Meister zu werden. Geht's am schnellsten. Aber der Weg zunächst mal zur Süddeutschen, die in 14 Tagen in Stockstadt am Rhein stattfindet, der geht über die Finalisten Röderting und Schwaben-Augsburg. Einer darf dann zur Süddeutschen Meisterschaft fahren. Der erste FFC Hof ist es nicht in diesem Jahr und liegt jetzt am Spiel um Platz 5 weiterhin mit 1:0 hinten gegen Markt Schwabenau. 5 Minuten und 20 Sekunden sind jetzt hier noch gut zu spielen. Carlotta Hollfelder. Müller im Liegen, aber bringt den Ball erneut nicht vorbei. Sie ist durchaus schon das eine oder andere Mal in der Lage, hier Druck aufzubauen. Die Frauen aus Hof, aber finden noch keinen Weg ins Tor. Offensive bleibt heute ein bisschen ein Problem. Aktuell hat nur Schweig weniger Treffer erzielt in diesem Turnier als die Frauen vom ersten FFC Hof mit ihren bisher 2 erzielten Toren. Ein Kick Markt Schwabenau, kommen da nicht durch. Ja, vielleicht die Möglichkeit, wenn es schnell geht, aber der finale Pass da auf Puisan Yao kommt nie wieder mal nicht an. 4 Minuten 15 sind es noch. Svenja Müller. Foul. Freistoß. Ein Freistoßtreffer hat Hof heute bislang erzielt in diesem Turnier. Aber da ist die Entfernung etwas weit jetzt. Nathalie Fischer. Auf Janina Repan. Die wieder auf Nathalie Fischer. Gut gelöst dann von Isabel Kastner, Kapitänin, aber der Querpass findet keinen Abnehmer. Auch Isabel Kastner war bereits bayerische Meisterin mit Hof. Rebhahn, Fischer. Läuft sich erstmal fest und dann gibt es den Einkick für Markt Schwabenau, den
Oberbayerischen Meister. Fischer. Sanjau, Fischer. Rebhahn, Fischer. Ah, der Ball gespielt, fair vom Ball getrennt und jetzt wird schnell geht 2 auf 1 Konter. Und wie sie es ausspielen, ah, nicht schlecht gemacht, aber am Tor vorbeigeschossen. Vielleicht wäre der schnelle Rückpass, dann Doppelpass nochmal eine Möglichkeit gewesen. Auch so natürlich eine hundertprozentige Torschance, allerdings vergeben von Susanne Bayraktari. Auf der Gegenseite die Möglichkeit für Hof, aber erneut gehalten. Gut 2 Minuten noch zu spielen. Der war gut gespielt und dann ist am langen Eck die Möglichkeit da gewesen für Julia Dremmel, die sich da im Rücken von Hanna Bauer weggeschlichen hatte. Zwei Minuten. Rebhahn auf Dremmel. Dremmel. Ja, der Pass von Jasmin Weiß kommt nicht an, allerdings dann Fehlpass. Dremmel. Zu hoch gespielt dieser Ball. Für Carlotta Hollfelder. Dremmel. Hollfelder. 1,5 Minuten noch. Hollfelder macht selbst. Ah, Zentimeter. Etwas Glück setzt sich da Carlotta Hollfelder durch, aber am Tor vorbei. 1,20 noch. Ist jetzt schon auch ein bisschen Pech dabei für Hof. Ausgleich wäre sicherlich nicht ganz unverdient. Rebhahn. Ja, ein bisschen zu verspielt. War die Abschlussmöglichkeit schon da gewesen, auch eigentlich gleich für Rebhahn da aus der Distanz den Schuss zu probieren. Letzte Minute läuft. Sina Wunderlich schaltet sich in den Angriff mit ein. Rebhahn. Hollfelder macht das gut, aber wieder vorbei. Ja, gibt Abwurf. 45 Sekunden, 51 Sekunden noch. Ein Kick für Marc Schwabenau. Den Bezirksliga Dritten in Oberbayern. Hanna Bauer beim Einkick. Lange Ball kommt nicht an. Manski spielt quer und dann ist das 2:0 da und die Entscheidung 33 Sekunden vor dem Ende. Hanna Bauer mit dem Tor für Marc Schwabenau. Gut vorgelegt von Anna Formanski, einer der auffälligsten Spielerinnen bei Marc Schwabenau heute. Perfekt gespielt und Hanna Bauer muss dann mehr oder weniger nur noch den Fuß hinhalten. Und dürfte Marc Schwabenau endgültig hier Platz 5 gesichert haben in diesem Turnier. Also erneut eine gute Leistung des oberbayerischen Meisters nach Platz 4 im letzten Jahr. Platz 5 in diesem Jahr, damit kann man als Bezirksligist sicherlich absolut zufrieden sein. Und auch die Vorstellungen waren durchaus gut. Am Ende hat ein Tor gefehlt, um ins Halbfinale zu kommen. War auch ein bisschen Pech dabei. Hof sicherlich etwas enttäuschend insgesamt als Regionalligist hier. Mit, wenn es denn dabei bleibt, einem Sieg und 3 Niederlagen und nur 2 selbst erzielten Treffern, ist, auch wenn jetzt in diesem Spiel um Platz 5 schon auch einiges Pech mit dabei ist, ein bisschen zu wenig. Da es nur noch 6 Sekunden jetzt sind, wird sich da auch nicht mehr allzu viel tun, was den Sieg von Marc Schwabenau betrifft. Denn in diesem Augenblick ist dieses Spiel um Platz 5 vorbei. Die Spielvereinigung Marc Schwabenau sichert sich, bejubelt von zahlreichen Fans hier in der Halle, Platz 5 bei diesem Turnier. 2 Siege, 1 Unentschieden, 1 Niederlage. Eine gute Vorstellung hier des oberbayerischen Meisters. Wie gesagt, Marc Schwaben nur 18 Kilometer entfernt hier von Oberding. Dementsprechend viele Fans hier mit dabei. Und die feiern jetzt auch zu Recht ihr Team, das
ein gutes Turnier gespielt hat mit Platz 5. Sicherlich am Ende auch durchaus zufrieden sein kann. So, und wir kommen jetzt zum Spiel um Platz 3. Und da spielen der SC Regensburg, der Meister aus der Oberpfalz, und der erste FC Schweinfurt 05, der Meister aus Unterfranken, gegeneinander. Beide in der Landesliga beheimatet. Der SC Regensburg in der Landesliga Süd, Tabellenachter zur Winterpause. Und der erste FC Schweinfurt 05 in der Landesliga Nord, Tabellen-7. Zur Winterpause. Beide haben auch bereits in der Vorrunde gegeneinander gespielt. Da gab es einen 2:0-Sieg des SC Regensburg gegen den 1. FC Schweinfurt 05 am heutigen Vormittag. Und beide treffen sich jetzt im Spiel um Platz 3 wieder. Mal schauen, ob Schweinfurt da die Revanche gelingt. Sehen wir die Regensburgerinnen in Rot von links nach rechts, Schweinfurt in Schwarz von rechts nach links. Spiel um Platz 3 läuft. Ich denke, wir können ein ausgeglichenes Spiel erwarten. Schwer dann den Favoriten zu sehen. Sicherlich Regensburg hat, wie gesagt, das vorherige Spiel gewonnen, aber es ist jetzt ein neues Spiel. Und ich denke, das dürfte ein relativ enges und ausgeglichenes Spiel werden, zumindest von der Papierform her. Schweinfurt mit dem Steilpassversuch. Aber Torfrau Lilly Eckert hat aufgepasst. Im Vorjahr war der erste FC Schweinfurt 05 auch schon mit dabei, haben am Ende Platz 6 erreicht, in diesem Jahr also schon mal eine Verbesserung mit dem Halbfinale. Der SC Regensburg war ebenfalls im Vorjahr mit dabei, hat da allerdings das Halbfinale ebenfalls verpasst, war da 7. Jetzt, wie gesagt, beide Teams im Halbfinale mit dabei. Und machen Platz 3 und 4 jetzt unter sich aus. Ein Kick für den ersten FC Schweinfurt 05, der bei einigen hochkarätigen Hallenturnieren in diesem Jahr mitgemacht hat. Nicht nur bei den Vorturnieren im Bezirk, sondern auch in Pocking beispielsweise beim Masters oder in Sindelfingen bei einem der größten Amateurturniere in Deutschland. In Pocking haben sie gewonnen, in Sindelfingen waren sie im Mittelfeld platziert. Haben da allerdings jeweils mit relativ jungen Mannschaften, mit vielen Juniorinnen gespielt in diesen Turnieren, die teilweise auch mit Bande waren. Aber ab den Bezirksmeisterschaften hat man dann eher auf den Landesligakader gesetzt. Und das auch durchaus mit Erfolg, denn wie gesagt, ein Bezirksmeistertitel und eine Top-4-Platzierung bei den Bayerischen Meisterschaften ist ja durchaus als Erfolg zu werten. Bei Trainer Jürgen Seifert allerdings auch gesagt hat, das ist schon auch unser Anspruch, dass wir im Bezirk den Titel holen und dass wir dann zu einer Bayerischen Meisterschaft fahren und auch ins Halbfinale kommen wollen. Auch wenn es sowohl im Bezirk wie auch heute ein bisschen holprig war, man hat sich durchgebissen, sowohl im Bezirk wie auch heute in der Vorrunde. Regensburg in dieser Phase erstmal die spielbestimmende Mannschaft. Schuss von Lena Karalic, gehalten von Leonie Heimann. Ein wenig überraschend, dass auch in diesem Spiel natürlich viel für den SC Regensburg über das Duo Karalic und Titel läuft, die 5 der 6 Regensburger Tore bei diesem Turnier bisher erzielt haben. Draußen übrigens ist Carla Hüttner mit 6 Toren, die hier mit der Nummer 2 aufläuft, die erfolgreichste Torschützin für den SC Regensburg in der Landesliga Süd.
Fehlpass, aber gehen dann schon wieder gut in der Defensive, die Regensburgerinnen. Karalic wieder, aber kann sich da nicht durchsetzen. Abwurf vom Tor von Leonie Heimann, die hier sicherlich bei diesem Turnier eine der besten Torhüterinnen ist. Oh, leichtfertiger Ballverlust und die Möglichkeit. Und da ist der Führungstreffer für den SC Regensburg. Erneut Laura Dittel mit dem Tor. Das fünfte Tor für die Führende in der Torschützenliste bei diesem Turnier. Also sie ist wirklich die Lebensversicherung der Regensburgerinnen hier in diesem Turnier. 5 der 7 Regensburger Turniertore gehen auf das Konto von Isabella Dietl, die sich damit jetzt auch in der Torschützenliste um 2 Treffer abgesetzt hat und sich vielleicht hier die Torschützenkrone bei diesem Turnier aufsetzen kann. Abhängig von dem, was dann im Finale zwischen Schwaben Augsburg und Rüderting noch passiert. 5 Minuten in diesem Spiel um Platz 3 sind vorbei. Regensburg führt mit 1:0 gegen den ersten FC Schweinfurt 05. Nächste Chance, ziemlich freistehend, der Magdalena Biersack, aber verzieht. Jetzt die Möglichkeit für Schweinfurt, aber am Tor vorbei von Sinael Massaoui, die bisher in diesem Turnier eher selten zum Einsatz kam. Eileen Singer sucht den Querpass, kommt allerdings nicht an. Oder dann zumindest den Gegenangriff verhindert. Ein Kick durch Jule Betz. Dann Lara Bieber. Kann sie aber nicht durchsetzen. Aber auch Singer kommt da nicht weit. Ein Kick Schweinfurt. Dann eigentlich ein Foul, aber das Spiel läuft erstmal weiter. An oben nämlich auch die Hände noch ein bisschen dran, aber das Spiel läuft weiter. Ein Kick allerdings trotzdem für den SC Regensburg. Acht Minuten noch zu spielen in diesem Spiel um Platz 3. Zu ungenau. Der SC Regensburg, ein sehr klangvoller Name im Frauenfußball, hat noch mal 2 Jahre in der zweiten Bundesliga Süd gespielt, von 2006 bis 2008. Auch Regionalligist bereits gewesen. Bisschen auch im Umbruch dann in den letzten Jahren. Und mittlerweile in der Landesliga angekommen. 7,5 Minuten jetzt in diesem Spiel, um Platz 3 noch zu spielen. Nicht schlecht gespielt in den Rücken der Abwehr, aber der Schuss dann zu harmlos von Lara Bräutigam. Ein Kick für den ersten FC Schweinfurt. Ja, die darf eigentlich nicht an den Ball, genau, denn es gibt jetzt indirekten Freistoß. Denn wenn die Torfrau in der eigenen Hälfte kontrolliert am Ball war, also egal ob es kontrolliert gespielt war oder Abwurf oder auch Einkick, den kann sie auch machen, dann darf sie erst wieder an den Ball, wenn der Ball im Aus war oder der Gegner am Ball war. Und das war jetzt hier nicht der Fall und deshalb indirekter Freistoß für den SC Regensburg. ...6:41 vor dem Ende.
gezogen, dieser Freistoß von Lara Bräutigam. Die Mauer musste da 5 Meter weg sein, 5 Meter beträgt der Mauerabstand. In der Halle. Da stürzt Carla Hütten etwas unglücklich, aber ist nichts passiert zum Glück. Antonia Haider, die in der Landesliga mit 3 Treffern, gemeinsam mit Annika Braun, die erfolgreichste Torjägerin der Schweinfurt drinnen ist. Die Kapitänin versucht da den Steilpass auf Laura Wedel, aber der kommt nicht an. Ein Kick Schweinfurt. Abschluss von Vanessa Schindler, die heute auch schon getroffen hat, aber hier geht der Schuss am Tor vorbei. 5,5 Minuten ist noch zu spielen. Ja. Holt sich Anna Bäuerlein den Ball, spielt dann weiter auf Laura Wedler. Die wieder auf Bäuerlein. Ja, war nicht schlecht gedacht, der Querpass auf Vanessa Schindler. Allerdings zum einen ein bisschen zum steil, zum anderen hätte Vanessa Schindler den Laufweg früher schon gehen müssen, da in die Lücke. 5 Minuten noch, 1:0 weiterhin für den SC Regensburg im Spiel um Platz 3. Antonia Haider. Und dann Regensburg mit Isabella Titel. Ja, sonst könnte man sagen, aber alles kann dann auch nicht klappen. Dann ein Foul von ihr und Freistoß für die Unterfränkinnen. Den führt die Torfrau Leonie Heidmann aus. 4 Minuten und 14 Sekunden vor dem Ende. Antonia Haider. Dann Laura Wedler. Aber kommt dann nicht durch. Allerdings immerhin ein Einkick, 4 Minuten noch. War nicht gut gespielt, aber auch das war nicht gut gespielt. Und da sind wir an der kleinen Stelle, wo wir vor 5 Sekunden schon waren. Und dann war der Ball im Feld beim Einkick. Und dann gibt es Einkick für den Gegner. Und deshalb jetzt der SC Regensburg im Ballbesitz. Natürlich auch bei beiden Mannschaften mittlerweile die Beine etwas schwer. Mittlerweile das 5. Spiel am heutigen Tag. 5x15 Minuten in der Halle. Das geht natürlich schon an die Kraft auch. Titel ist nicht nur vorne zu finden, sondern ist auch hinten zu finden. 3 Minuten bleibt. Schweinfurt noch Zeit hier, um zum Ausgleich zu kommen. Aber Titel schnappt sich da den Ball und ist er wieder drin. Nee, knapp an den Außenpfosten. War Leonie Heidmann auch noch mit dran, deshalb Ecke. Fast der 6. Treffer in diesem Turnier von Isabella Titel. Und da ist sie schon wieder und 2:0 quasi jetzt. Aber dann scheitert Lena Kajalic nach dem Querpass von Isabella Titel an der glänzend reagierenden Leonie Heidmann. Das war eine 1000-prozentige Torschance, wenn man so will. Mal schauen, ob sich das nicht noch rächt in den letzten 2 Minuten und 10 Sekunden. So eine musst du eigentlich machen. El Mouassaoui. Heidmann. Die letzten 2 Minuten laufen. Langer Ball, kommt nicht an. Regensburg wieder mit Titel. Auf rechts gespielt, gut gespielt. Jetzt müsste der Pass zurückkommen, der kommt auch. Aber wieder ist Leonie Heidmann da gegen
Lena Karalic. Ballbesitz Regensburg. Dietl. Ja, wird da gestoppt, aber weit in Regensburg. Aber der Schuss zu harmlos. Sekunden noch. Ein Kick für den SC Regensburg. Die Uhr ist auf 1 Minute und 10 Sekunden. Die Schweinfurt bleibt auf. Jetzt mal verliert sie den Ball, aber zu ungenau, der Pass der Schweinfurt drinnen. Ein Kick. Letzte Minute läuft jetzt. Netto-Spielzeit, deshalb die Uhr erstmal angehalten bei diesem Einkick. Aber Karalic dazwischen. Karalic verliert den Ball. 45 Sekunden noch, Foulspiel, Freistoß für Schweinfurt. Die Hände dran. Freistoß für Schweinfurt. Aber der Schuss von Sinael Moussaoui. Zu harmlos, deutlich am Tor vorbei. 36 Sekunden vor dem Ende. Abwurf vom Tor der Regensburgerinnen. Lili Eckert. Karalic. Kann sie nicht durchsetzen, aber verteidigt dann gut. 29 Sekunden noch. Erneuter Einkick für Schweinfurt. 26 Sekunden vor dem Ende. Vanessa Schindler beim Einkick. Ungefährlich, Lili Eckert dazwischen. Ein Tor direkt aus dem Einkick kann man nicht erzielen. Kommt nicht durch. Noch 15 Sekunden. Der Ball ist im Aus, deshalb Ecke. 10 Sekunden vor dem Ende. Magdalena Biersack beim Eckball für den SC Regensburg. Das war jetzt nicht so geschickt gespielt und dadurch laufen sie tatsächlich nochmal in einen Konter möglicherweise. Aber der Pass von Vanessa Schindler kommt nicht an. Ein bisschen zu sehr auf Risiko gespielt, ein bisschen zu sehr spekuliert bei diesem Ball da in die Mitte. 3 Sekunden noch, aber jetzt Abwurf vom Tor der Regensburgerinnen, 2 Sekunden vor dem Ende. Das hat man heute vorher schon mal. Da müssen sie eigentlich nur noch den Ball nach vorne werfen und dann läuft die Uhr hier runter. Und genau das macht Lili Eckert jetzt auch. Und dann ist das Spiel beendet. Und der SC Regensburg gewinnt dieses Spiel um Platz 3 mit 1:0 gegen den 1. FC Schweinfurt 05 und sichert sich somit Platz 3 hier bei der Bayerischen Hallenmeisterschaft. Sicherlich auch ein schöner Erfolg für die Frauen vom SC Regensburg, die hier ein gutes Turnier insgesamt gespielt haben. 3 Siege, 2 Niederlagen. Platz 3 am Ende für die Regensburgerinnen. Haben sie sich auch verdient, denn sie haben den 1. FC Schweinfurt 05 jetzt sowohl in der Vorrundengruppe als auch jetzt im Spiel um Platz 3 geschlagen. Dann hat man sich natürlich auch Platz 3 verdient. Trainer Jürgen Seifert nicht ganz zufrieden mit seinem Team da. Am Ende wird es also Platz 4 für den 1. FC Schweinfurt 05. Jetzt kommen wir hier zum großen Finale. Zum Finale um die Bayerische Hallenmeisterschaft 2024 zwischen dem FC Rüderting und dem TSV Schwaben-Augsburg. Erstmal gibt es noch Applaus von den mitgereisten Fans hier aus Regensburg. Für den SC Regensburg sind auch ganz ordentlich Zuschauer mit dabei hier aus Regensburg. Also gute Leistung des SC Regensburg. Und jetzt kommen wir hier, wie gesagt, zum Finale zwischen dem TSV Schwaben-Augsburg, dem Titelverteidiger, und dem FC Rüderting. Der FC Rüderting hat auf der Tribüne zumindest schon mal leicht die Überzahl, denn die Rüdertinger hier mit einem Bus angereist.
und dementsprechend schon mehr Zuschauer hier aus Rudertingen als aus Augsburg mit dabei hier. Die Schiedsrichterinnen Marina Bachmann, Gina Rottach, Lisa Schmiedl und Katharina Bädecker. Ansonsten waren heute hier noch im Einsatz auch Paulina Koch und Melissa Schreiner, allesamt erfahrene Schiedsrichterinnen, die in der Futsal Bayern und Regionalliga aktiv sind und auch in den Verbandsligen im Freien. Und beide Teams kommen hier einzeln rein im Tor. Sarah Reisner bei Augsburg und die zweite Torfrau mit der 41, Anja Reichler. Die 4 bei Augsburg, Katrin Mayer. Die 6, Roxanne Kleineder. Die 7, die Kapitänin Barbara Rauch. Ein Treffer heute bei diesem Turnier bislang erzielt. Die Nummer 9, Jana Knopp. Auch sie hat ein Tor heute bisher erzielt im Halbfinale. Marina Knöferl mit der 10. Auch sie einmal erfolgreich heute. 12, Diana Birkle, die 17, Lisa Abele, die 20, Emily Stockinger, 3 Treffer bisher erzielt, 2 in der Vorrunde gegen Schweig und Hof, einen im Halbfinale, die 21, Tamara Schneider, die 24, Nicole Zülke, auch sie hat heute einmal getroffen. Und mit der 25 Laura Fischer. Insgesamt also 2 Torfrauen und 11 Feldspielerinnen dabei. Großer Kader beim TSV Schwaben Augsburg, die hier in Grau spielen, Grau-Weiß. Und jetzt der Finalgegner. Theresa Butcher, die Torfrau des FC Rudertingen. Und die Ersatzkeeperin mit der Nummer 17, Veronika Brechtl. Die da in der Tür steht. Der 3 nicht mit dabei, Selina Zieringer. Die hat sich ja vorher verletzt. Mit der 7, Emily Hobelsberger. 2 Treffer heute. Unter anderem in der Vorne gegen Augsburg getroffen. Mit der 8, Antonia Kasper. 10, Michelle Philipp. Auch sie hat einmal getroffen heute bisher in diesem Turnier. Mit der 11 Lisa Käse, die heute zumeist Ersatz war und nur dann zum Einsatz kommt, wenn sich jemand verletzen würde. Die 13 Annalena Parzuber, die 16 Julia Hofsky. Jetzt kommt mit der 17, vorher schon angesprochen, die Ersatzkeeperin Veronika Brechtl. Die 18 die Kapitänin Franziska Höllrich, auch sie heute bereits dreimal getroffen. Einmal in der Vorrunde gegen Augsburg, zweimal im Halbfinale. Die 20, Anna Madl. Und mit der Nummer 23, Chiara Hochrein. Auch sie kam heute eher selten zum Einsatz. Mal schauen, ob jetzt nach dem Ausfall von Selina Zieringer sie zu vermehrten Einsätzen kommt hier im Finale. Trainiert wird Rudertingen übrigens von Theresa Hauer hier in der Halle. Trotz Platz 3 in der Bayernliga gab es im Herbst einen Trainerwechsel bei den Rudertingerinnen. Der neue Coach steigt allerdings erst in der Vorbereitung auf die Frühjahrsrunde ein und deshalb in der Halle die Ex-Spielerin Theresa Hauer eingesprungen als Coach, die selbst auch 2020 noch hier mit dabei war beim letzten Finale von Rudertingen bei der Bayerischen Meisterschaft. Mittlerweile zweifache Mutter und deshalb hat sie ihre Karriere beendet und springt jetzt, wie gesagt, hier nochmal als Trainerin in der Halle ein bei den Frauen des TSV Schwaben Augsburg. Mona Butnik, ehemalige Torjägerin, mittlerweile als Trainerin bei den Frauen des TSV Schwaben Augsburg. Also, ich habe es gesagt, Rudertingen zum zweiten Mal nach 2020 im Finale bei der Bayerischen Meisterschaft. Den Titel haben sie noch nie geholt. Ist heute ihr 4. Auftritt bei einer Bayerischen Meisterschaft. Haben hier bisher bereits die Plätze 4, 3 und 2 sich gesichert, auch in dieser aufsteigenden Reihenfolge. Da wäre der logische Schritt heute natürlich der Meistertitel. Auf der anderen Seite der TSV Schwaben Augsburg.
der Titelverteidiger, der 2023 mit einem 1-0-Finalsieg sich den Titel gesichert hatte und 2015 auch schon mal bayerischer Hallenmeister war. In der Vorrunde gab es dieses Duell auch schon heute. Da hat der FC Rudolfing das Spiel mit 2:0 gewonnen durch die Treffer von Emilie Hobelsberger und Franziska Höllrigel. Beiden kennen sich auch aus der Fußball-Bayernliga. Schwamm Augsburg dort Tabellenführer, Rudolfing Tabellendritter. Allerdings auch in Schlagdistanz zum Tabellenführer. Das Finale der zwei besten Mannschaften hier bei diesem Turnier, also ein würdiges Finale, das hat begonnen. Diese beiden Teams haben hier den besten Fußball gespielt bis dato, haben sich auch in der sogenannten Todesgruppe mit drei Bayernligisten, mit zwei Bayernligisten und einem Regionalligisten durchgesetzt. Haben auch die Halbfinals verdient gewonnen mit 3:2 Augsburg gegen Regensburg. Das war über weite Strecken klarer, als es am Ende das Endergebnis aussagt. Das war dann am Ende unnötig spannend und Rudolfing mit einem 3:1 gegen Schweinfurt. Rudolfing hier bisher noch ungeschlagen. Augsburg nur das Vorrundenspiel gegen Rudolfing verloren. Höllrigel, Ecke für den FC Rudolfing. Vier Punkte liegt übrigens Rudolfing in der Tabelle der Bayernliga draußen hinter dem Tabellenführer Schwaben Augsburg als Tabellendritter. Dazwischen liegt noch die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Aber jetzt hier zu diesem Finale wieder. Ein Kick für den FC Rudolfing, der im Bezirksfinale nur zwei Gegentore hinnehmen musste im Finalturnier. Auch heute hier erst ein Gegentor im gesamten Turnierverlauf. Und auch in der Bayernliga im Feld hat man mit 12 Gegentoren die wenigsten Gegentore der Liga kassiert. Katrin Meyer. Erstmal dazwischen. Dann der Steilpass. Da wäre Franziska Höllrigel freigestanden, wenn dieser Ball angekommen wäre von Annalena Parzuber. Schwaben Augsburg hat über weite Strecken des Turniers immer blockweise gewechselt, jetzt im Finale nicht. Und einzelne Wechsel. Rudolfing ohnehin das ganze Turnier über nicht blockweise gewechselt. Anna Madl auf Annalena Parzuber. Ein Pass auf Emily Hobelsberger kommt nicht an. Natürlich, mit Selina Zieringer fehlt eine wichtige Spielerin jetzt im Finale, dem FC Rudolfing. Er hat sich ja im Halbfinale verletzt, ohne Einwirkung des Gegners umgeknickt. Sah nicht gut aus, sah nach einem Bänderriss aus. Ihr Fehlen tut sicher weh. Jana Birkle für Augsburg, die hier die Spielzeit in diesem Turnier sehr gut verteilt haben, die Augsburgerinnen mit ihren 11 Feldspielerinnen, haben da alle auch zum Einsatz gebracht und eigentlich auch fast alle so mit der gleichen Spielzeit ausgestattet, also die müssten eigentlich relativ frisch sein hier in diesem Finale, die Damen vom TSV Schwaben Augsburg. Freistoß erstmal für den FC Rudolfing. Tatsächlich ist es so, Chiara Hochrein, die bisher nicht so viel Spielzeit bekommen hat, jetzt nach dem Ausfall von Selina Zieringer mit mehr Spielzeit, hat da auch diesen Freistoß ausgeführt. Vier Minuten vorbei, 0:0 der Spielstand. Ja, man merkt beiden Teams natürlich schon an, da geht es erstmal darum, jetzt hier gut zu stehen in diesem Finale. Ein Kick Diana Birkle. Vom Gehäuse von Theresa Butcher. Ja.
Kane hat da gut den Ball abgedeckt, aber dann kommt der Pass auf Nicole Zülke nicht an. Und erstmal wieder der FC Röderting. Auch dieser Pass von Annalena Pazuba ins Leere. Also eine gewisse Nervosität und eine gewisse Aufregung ist da beiden Teams schon anzuspüren, schon anzumerken in diesem Finale. Da geht es jetzt erstmal darum, Sicherheit ins eigene Spiel zu bekommen und defensiv gut zu stehen. Nicht allzu viel riskiert in den ersten 5 Minuten, aber nichts Ungewöhnliches. Ballverlust, aber dann kann sich Emily Stockinger, die 3-2-Torschütze, nicht durchsetzen. Und Annalena Pazuba für Röderting auf Antonia Kaspar. Pazuba. Fehlpass. Aber dann kommt auch der Pass von Diana Pirkel nicht an. Jetzt vielleicht ein bisschen Platz da für Pazuba. Hölligl lauert vorne auf den Ball. Schickt der Tipp-In-Versuch. Abwurf von Sarah Reisner, der Augsburger Torfrau. Ein Kick für Augsburg. Barbara Rauch. Sarah Reisner. Ja, wäre fast angekommen auf Emily Stockinger. Gut gemacht, gut gedreht von Annalena Knöferl, aber gut gehalten von Theresa Butcher. Eine erste gute Möglichkeit in dieser Partie von Annalena Knöferl, die schon im schwäbischen Bezirksfinale das Siegtor für ihr Team geschossen hat. Jetzt hätte das ähnlich das 1-0 sein können. Stockinger. Ein Kick für Augsburg. Jana Knopp. Knopp. War nicht ungefährlich der Schuss. Butcher noch da. Und Ecke. Nicole Zülke, beide Ecke für Augsburg. Knöferl. Der Pass, guter Schuss da. Knapp vorbei, dieser Schuss von Katrin Meyer aus der Distanz. Hier bisher mit den besseren Möglichkeiten. Gut, die Hälfte der Partie ist vorbei. 6 Minuten und 45 Sekunden jetzt in diesem Finale noch zu absolvieren. Der Ball war nicht im Aus, Spiel läuft weiter. Möglichkeit für Röderting, abgefälscht, aber am Tor vorbei und Ecke nach dieser Hereingabe von Michel Philipp. 6,5 Minuten noch zu spielen. Für das Team aus Niederbayern, in der Nähe von Passau gelegen. Schuss von Annalena Pazuba übers Tor von Sarah Reisner. 6 Minuten sind es noch. Barbara Rauch für den TSV Schwaben Augsburg. Rauch. Gut gespielt, halb links, ein bisschen Platz da. Schuss, Butcher, Nachschussmöglichkeit. Nein, Butcher kontrolliert den Ball nach diesem Schuss von Jana Knopp. Jetzt wieder Franziska Höllrigl auf dem Parkett für den FC Röderting. Ein bisschen ausgeruht. Kommt jetzt hier für die Endphase der Partie, die letzten 5,5 Minuten wieder auf den Hallenboden.
Sarah Höbel, die beste Torschützin von Schwaben-Augsburg in der Bayernliga und Torschützenführende in der Bayernliga mit 10 Treffern, ist ja hier in der Halle nicht mit dabei, spielt nicht in der Halle. Franziska Höllrigel schon, ist mit 9 Toren in der Bayernliga, wie gesagt, die zweitbeste Torschützin in der Fußball-Bayernliga. Heute auch schon 3 Treffer und 5 Treffer im Bezirksfinale. In Niederbayern erzielt letzte Woche Franziska Höllrigel, die bereits mit dem SV Frauen Biburg den bayerischen Meistertitel gewinnen konnte im Jahr 2018. Es war auch der letzte niederbayerische Sieger der SV Frauen Biburg 2017 und 2018 bei den bayerischen Hallenmeisterschaften. Der Vertreter Schwabens, die Schwaben Augsburg, ja im letzten Jahr sich den Titel geholt. Ein Kick für Augsburg, 4,5 Minuten noch knapp zu spielen. Könnte ein Fehler, ein Tor dieser Partie möglicherweise entscheiden, so wie es bisher läuft. In den ersten knapp 9 Minuten dieses Finales, in den ersten knapp 11 Minuten dieses Finales. Ein Kick, Barbara Rauch versucht den Ball vor das Tor zu bringen. Höllrigel zieht das Foul, macht es relativ geschickt. Erstmal nochmal kurz auf die Bank, um sich dann für die Endphase der Partie nochmal auszuruhen. Franziska Höllrigel. Freistoß für Ruderting, 3 Minuten und 57 Sekunden vor dem Ende. Fehlpass, das könnte gefährlich werden. Aber nicht ganz sauber gespielt, dieser Pass von Annalena Knöferl auf Emily Stockinger. Das hat die Chance vorbei. Und dann Emily Hobelsberger auf der anderen Seite für den FC Rüderting. Ein Kick Rüderting, Anna Madl. 3,5 Minuten noch zu spielen. Schwaben-Augsburg auch beim Bezirksfinale in Schwaben nur einen Gegentreffer hinnehmen mussten. Jetzt allerdings der Fehler und das ist der Führungstreffer für den FC Rüderting nach diesem Fehler. Und dann ist es Michelle Philipp, die hier den FC Rüderting 2 Minuten und 53 Sekunden vor dem Ende in Führung bringt. Bekommt da den Ball sozusagen aufgelegt vom Gegner. War das dieser entscheidende Fehler, der dieses Finale möglicherweise entscheidet? 2,5 Minuten hat Augsburg jetzt noch Zeit, um hier noch zum Ausgleich zu kommen. Stockinger kann sich nicht durchsetzen. Ein Kick für den FC Rüderting. Franziska Höllrigel sehen wir da unten wieder, kommt jetzt nochmal aufs Feld und wird jetzt sicherlich in den letzten 2 Minuten und 15 Sekunden nicht mehr runtergehen. Wenn nichts irgendwas Unvorhergesehenes passiert, erneut schlechter Pass und die Möglichkeit zum 2:0. Höllrigel nach Pass von Hobelsberger mit dem Treffer und dem 2:0. 2 Minuten vor dem Ende. Wieder ein Fehler von Augsburg, die jetzt die Auszeit nehmen. Im Spielaufbau klaut Emily Hobelsberger den Ball und dann klaut Höllrigel sozusagen Hobelsberger den Ball vor dem Gehäuse und macht ihren 4. Treffer bei diesem Turnier, Franziska Höllrigel, und trifft hier zum 2:0 für den FC Rüderting. Auszeit, wie gesagt, genommen vom TSV Schwaben Augsburg. 1:55 vor dem Ende. Mona Butnik, die Trainerin, spricht dann nochmal mit ihrem Team. Eiskalt diese beiden Fehler von Augsburg ausgenutzt vom FC Rüderting, von Michelle Philipp und vom Duo Hobelsberger Höllrigel. Und Fußball ist ein Spiel von Fehlern auch und es sind 2 Fehler, die der TSV Schwaben Augsburg hier zu viel gemacht hat in diesem Finale. 2 unnötige Ballverluste, einmal dieser Fehlpass da von Sarah Reisner am eigenen Torraum und jetzt dieser Querpass, in den Emily Hobelsberger gesprintet ist. Und jetzt wird schwer hier für Augsburg in dieses Match zurückzukommen.
1,55 noch zu absolvieren. Ja, Rudertingen, die hatten schon so ein bisschen die Favoritenrolle hier vor dem Turnier. Die haben sie selbst auch so ein bisschen angenommen. So ein bisschen mit einem Augenzwinkern haben sie da schon gesagt, ja, wir wollen das Turnier gewinnen. Und auch viele Beobachter haben vor dem Turnier gesagt, das ist das Team, das es hier zu schlagen gilt. Und tatsächlich ist es so, hatten gleich im ersten Spiel ein ganz schweres Spiel gegen eben den Regionalligisten Hof. Aber da hat man gesagt, im Rudertinger Lager, das ist uns ganz recht. Da sind wir sofort drin in der Partie, in diesem Turnier. Wenn wir da gut starten, dann gibt es das einen Push fürs ganze Turnier. Und genauso war es. Sie haben dieses Spiel gewonnen und haben diesen Schwung mitgenommen in dieses Turnier. Der FC Rudertingen, der Bayernligist. Jetzt allerdings laufen sie nach dem Verlust von Höllegel, dem Ballverlust von Höllegel in den Konter, aber das wird dann nicht gut gespielt von Annalena Knöferl. Da müsste der Querpass kommen auf Emily Stockinger, versucht selbst, und Therese Butcher bringt den Ball um den Pfosten. Letzte Minute läuft. Schlecht gespielt. Kontermöglichkeit für Rudertingen. Das ist zwar dann auch nicht gut ausgespielt, aber das macht nichts. Die Zeit läuft natürlich für Rudertingen, auch wenn die natürlich jetzt netto angehalten wird, aber 52 Sekunden sind nur noch. Wollen da jetzt auch den Ball in der gegnerischen Hälfte halten. Jetzt gibt es allerdings einen Kick für Schwaben Augsburg. 50 Sekunden noch. Schlechter Pass. Höllriegel. Ein Kick für den FC Rudertingen. Sekunden noch zu spielen. Anna Madl spielt zurück auf Theresa Butcher. Letzte halbe Minute läuft. Madl auf Höllriegel. Höllriegel, das macht sie stark, ist da vorbei. Scheitert dann zwar an der Torfrau, aber auch das bringt wieder wichtige Sekunden. Dreht sich da gut um Jana Knopp rum. Franziska Höllriegel, die ist unglaublich stark am Ball. Ein Kick für den FC Rudertingen. 25 Sekunden vor dem Ende dieser Partie. Höllriegel, da wird sie zu viel, verliert den Ball. Stockinger allerdings kommt dann nicht vorbei, gut verteidigt von Julia Hofsky, ganz stark gemacht. Ecke für Augsburg, nur noch 14 Sekunden in diesem Finale zu spielen. Nochmal Ecke Augsburg, 12 Sekunden sind es jetzt noch. Schuss geblockt, noch 10 Sekunden. Nochmal ein Schuss, schon vielleicht für Knopp. Aber erneut geblockt und dann sind nur noch 3 Sekunden und da wird sicherlich nichts mehr anbrennen in Form von 2 Toren für Schwaben Augsburg. Also dieses Finale ist entschieden. 3 Sekunden vor dem Ende beim Stand von 2:0 für den FC Rudertingen. Nochmal eine letzte Chance, nochmal gehalten von Theresa Putsch und das Spiel ist zu Ende und der FC Rudertingen wird zum ersten Mal bayerischer Hallenmeister der Frauen, sichert sich den Titel mit einem 2:0 Finalsieg über den TSV Schwaben Augsburg und qualifiziert sich damit auch für die Süddeutsche Meisterschaft in 14 Tagen am 18. Februar in Stockstadt am Rhein. Zum ersten Mal ist der FC Rudertingen bayerischer Hallenmeister, ein verdienter Meister, gar keine Frage. Sie haben hier kein einziges Spiel verloren, haben nur ein Gegentor kassiert, eine überragende Tordifferenz von 9:1 in diesem Turnier, an diesem Turniertag für den FC Rudertingen. Und die sind ein würdiger bayerischer Hallenmeister, waren das beste Team hier an diesem Tag in Oberding und setzen sich verdient die bayerische Hallenkrone auf. Da unten sehen wir auch die Managerin Janine Meyer, die da gerade ihre Spielerin herzt. Und jetzt das Shake Hands zwischen diesen beiden Teams, den beiden besten Teams in diesem Turnier. Der TSV Schwaben Augsburg schafft die Titelverteidigung nicht. Aber sie haben zweimal an diesem Tag heute gegen Rudertingen verloren. Zweimal mit 2:0 und das zeigt schon, dass dieser Sieg verdient war. Da unten die erste in Rot, das ist die Interimstrainerin hier in der Halle für den FC Rudertingen, Theresa Hauner. Dahinter Janine Meyer, die
Managerin des Teams. Nach Platz 4, nach Platz 3 und nach Platz 2 hat sich also der FC Rüdertingen mit der vierten Teilnahme an der Bayerischen Hallenmeisterschaft den Titel gesichert. Und natürlich Enttäuschung bei Schwaben Augsburg. Und großer Jubel beim FC Rüdertingen und bei den im Fanbus hier mitgereisten Fans. Zu einem absolut verdienten Turniersieg. Aber auch der TSV Schwaben Augsburg hat hier ein gutes Turnier gespielt. Aber natürlich überwiegt da jetzt natürlich die Enttäuschung. Wenn man am Ende ein Finale verliert, dann freut man sich natürlich nicht über Platz 2, sondern ist enttäuscht, dass es mit der Titelverteidigung nicht geklappt hat. Da fließen dann natürlich auch ein paar Tränen bei den Frauen des TSV Schwaben Augsburg. Und die Heimfahrt nach Rüdertingen dürfte feuchtfröhlich werden für Spielerinnen, Verantwortliche und Fans. Ist ja durchaus ein Stück bis vor die Tore Passaus, also knapp zwei Stunden sind die unterwegs. Und dürfen dann auch schon mal den Bus nach Stockstadt am Rhein buchen für den 18. Februar. Da fährt man dann noch ein bisschen länger. Während wir hier unten alles aufgebaut sehen für die Siegerehrung bei diesem Turnier. Alle 8 Teams werden dann nochmal aufs Parkett gebeten für die Siegerehrung bei dieser Bayerischen Hallenmeisterschaft, die es seit 2004, wie gesagt, gibt. Seit 2004 wird der Bayerische Hallenmeister bei den Frauen ausgespielt. Seit 2014 mit Futsal. 2021 und 2022 gab es Corona-bedingt keinen Meistertitel, keine Austragung. Rekordsieger der erste FFC Hof mit 3 Meisterschaften. 2011, 2013 und 2014 hat sich Hof durchgesetzt. Rüdertingen ist der 3. Sieger aus Niederbayern. 2004 die erste Bayerische Meisterschaft hat sich die Spielverteidigung in Landshut gesichert. Dann der SV Frauen-Biburg 2017 und 2018 Bayerischer Meister geworden und jetzt eben mit dem FC Rüdertingen 2024 der 3. Titelträger aus dem Fußballbezirk Niederbayern. So, und schön langsam haben wir alles vorbereitet hier für die Siegerehrung bei bzw. nach dieser Bayerischen Hallenmeisterschaft hier in Oberding in einer wirklich wunderbaren Halle. Man merkt, im Speckgürtel um München herum und um den Flughafen herum ist Geld da bei der Gemeinde. Also die ist ziemlich neu hier im Schulzentrum. Und es gibt im Gemeindebereich noch eine zweite, ebenfalls wunderbare Turnhalle, nämlich im Ortsteil Schweig, direkt am Fußballplatz der Sportfreunde Schweig. Also der Speckgürtel um München herum. Da haben die Gemeinden noch ein bisschen Geld für solche Sachen. War auch gut besucht, das Turnier heute, mit rund gut 500 Besuchern und auch gut ausgerichtet von den Sportfreunden Schweig. Und jetzt können wir hier zur Siegerehrung kommen. Die BFV-Vizepräsidentin Silke Rammel da unten in der Mitte vornimmt, die wir vorher schon im Interview nach den Halbfinalspielen auch gehört haben. Sandra Hoffmann, die Vorsitzende des Verbands Mädchen- und Frauenausschusses, ist da ebenfalls mit dabei bei der Siegerehrung. Das ist die blonde Dame rechts unten neben Silke Rammel, die gerade ein paar Worte an die noch verbliebenen Zuschauerinnen und Zuschauer und Mannschaften richtet. Ihr Zuschauer mit euren Trommeln, Gesänge und so weiter. Deshalb spielen wir
Applaus von den Spielern jetzt auch mal für die heute hier zahlreich vertretenen Fans aller Mannschaften. Auch Hof ja zum Beispiel mit einem Fanbus hier angereist. Hat der Busfahrer sogar Geburtstag heute. Schon angesprochen, auch sehr gut ausgerichtet, dieses Turnier von den Sportfreunden Schweig. Alles wunderbar organisatorisch hier auch geklappt, von A bis Z. Ja, als erstes werden mal die Schiedsrichterinnen geehrt. Ich darf das gerne nochmal wiederholen, habe das ja vorher schon mal gesagt. Marina Bachmann, eine der Referees von der Schiedsrichtergruppe München Süd, pfeift Futsal Bayernliga. Zweite Bundesliga auch bei den Damen und auch Verbandsliga bei den Herren. Katharina Beidecker von der Schiedsrichtergruppe Jura Nord, auch sie Futsal-Regionalliga-Schiedsrichterin. Paulina Koch von der Schiedsrichtergruppe Kempten Oberallgäu, Futsal-Regionalliga-Schiedsrichterin. Auch Gina Jottach von der Schiedsrichtergruppe Kempten Oberallgäu, auch sie Futsal-Regionalliga. Lisa Schmiedl, Schiedsrichtergruppe Schwandorf, auch sie Futsal-Regionalliga, die sehen wir jetzt gerade da unten. Bekommt auch ihre Medaille. Und Melissa Schreiner von der Schiedsrichtergruppe Chiem, Futsal Bayernliga Schiedsrichterin. Die Schiedsrichterinnen hatten hier keine Probleme mit diesem Turnier, haben gute Leistungen gezeigt. Es gab keine einzige gelbe Karte oder Zeitstrafe. Es gab auch keinen einzigen 10 Meter nach zu vielen kumulierten Fouls. Also ein sehr faires Turnier mit einer problemlosen Leitung der Schiedsrichterinnen an der Spitze mit Marina Bachmann auf der Frauen-DFB-Liste. Vom Ausrichterverein Alfredo Sansone, auch ihm gebührt ein Dank des Bayerischen Fußballverbands. Tolles Turnier und dafür ein herzliches Dankeschön. Ein Trikotsatz für den Ausrichterverein. Auch dafür gibt es einen Trikotsatz für den Ausrichterverein. Das haben sie wirklich gut gemacht. Die Sportfreunde Schweig mit der Ausrichtung dieses Turniers. Eine Frage noch. Wie hat es dir gefallen? Mega. Das sind doch gute Worte. Ich habe schon viele Turniere gesehen, aber ich möchte eins sagen, so gute Schiedsrichterleistungen wie heute habe ich schon einmal gesehen. Also, ein Wort nochmal an die Schiedsrichterinnen und damit immer eine Ehrung. So, und jetzt kommen hier die Mannschaften auch. Ab bis 8 bis 4 wird es so sein, noch als kurze Erklärung, dass einmal die Spielführerin nach vorne kommen darf. Bei einer Mannschaft, die auf dem Platz 3 oder Platz 2 liegt, darf es die ganze Mannschaft sein und natürlich auch bei der Ehrung des Bayerischen Meistertitels am Ende. Wir beginnen mit Platz 8 und den hat am Ende belegt die Spielvereinigung Erlangen. Auf Platz 8 also die Spielvereinigung Erlangen. Das Spiel um Platz 7 mit 1:0 verloren gegen Schweig. Der Landesligist ist sicherlich nicht zufrieden mit Platz 8. Man hat sich da schon ein bisschen mehr erhofft. Wollte gerne ins Halbfinale kommen. Die Kapitänin Katharina Vornehm nimmt hier den Spielball und die Urkunde entgegen. Platz 7 für den Ausrichter und Heimverein FC Sportfreunde Schweig, die hier Platz 7 erreicht haben.
mit einem 1-0-Sieg, wie gesagt, im Spiel um Platz 7 gegen Erlangen. Anna Gai nimmt hier Urkunde und Spielball entgegen. Platz 7 also für die FC Sportfreunde Schweig mit einem erzielten Tor. Das hat dann zum Sieg im Spiel um Platz 7 gegen Erlangen gereicht. Auf Platz 6 sicherlich auch enttäuscht der erste FC Hof, der Regionalligist. Nur Sechster. Im letzten Spiel gegen Schwaben Augsburg ging es um den Einzug ins Halbfinale. Da brauchten sie den Sieg, haben 2-1 verloren gegen Augsburg. Und dann auch das Spiel um Platz 5 verloren gegen Markt Schwabenau. Damit nur Platz 6 für den ersten FFC Hof aus der Regionalliga. Ein guter fünfter Platz für den Bezirksligisten, den oberbayerischen Meister Markt Schwabenau. 2-0 Sieg im Spiel um Platz 5 gegen Hof. Auf Platz 4 der Landesligist und der Meister aus Unterfranken, der erste FC Schweinfurt 05. Im Halbfinale gegen Ruderting 1-3 verloren und dann im Spiel um Platz 3 0-1 gegen Regensburg verloren. Auch hier ein tolles Turnier und gute Leistungen. Und jetzt gehen wir Richtung Treppchen und dürfen die Gewinnerin begrüßen des Spiels um Platz 3. Und das ist die Mannschaft des FC Regensburg. Der SC Regensburg aus der Landesliga Süd holt sich hier Platz 3 bei diesem Turnier mit einem Sieg gegen Schweinfurt im Spiel um Platz 3 nach der Niederlage im Halbfinale gegen Augsburg mit 2-3. Sieger in der Gruppe A war man. Gibt Medaillen für jede Spielerin, Urkunde und den Ball und auch die beste Torschützin, die kommt vom SC Regensburg mit 5 Treffern bei diesem Turnier. Isabella Dietl, zweimal im Halbfinale getroffen, einmal im Spiel um Platz 3, einmal in der Vorrunde gegen Schweinfurt und einmal in der Vorrunde gegen Erlangen. Ein gutes Turnier für den SC Regensburg, der der Rekordteilnehmer ist bei den Bayerischen Hallenmeisterschaften, zum 13. Mal dabei war. Philomena Ledermann, die Kapitänin, mit den Worten. Es scheint natürlich der Druck für die weiteren Mannschaften auch noch mal was zu sagen. Aber wir machen erstmal mit der Ehrung weiter. Und natürlich gibt es auch die Medaillen für das Trainergespann. Egal wie gut man gespielt hat am Ende. Es war eine sehr, sehr gute Leistung, eine hervorragende Leistung. Und am Ende steht eben der bayerische Vizemeistertitel und hoffentlich kann sich die Mannschaft des TSV Schwaben-Augsburg darüber auch bald freuen. Mit uns einen tollen Turnier. Der TSV Schwaben-Augsburg, Tabellenführer in der Fußball-Bayernliga, wird hier Zweiter. Nach dem Titel im Vorjahr wieder im Finale gestanden. Dieses Mal allerdings knapp verloren nach dem 1-0-Sieg im Vorjahr. Dieses Mal eine Niederlage gegen den FC Ruderting 0-2. Angeführt von der Kapitänin Barbara Rauch. Die Frauen vom TSV Schwaben-Augsburg.
schon eine Kampfansage für draußen, denn der Abstand zwischen Augsburg und Rüdertingen auf Platz 1 und 3 ist ja nicht allzu groß in der Bayernliga-Tabelle. Da geht es dann noch um den Titel draußen auch im Frühjahr. Und damit kommen wir am Ende zu der Mannschaft, die das Finale gewonnen hat, die sich bayerische Meisterinnen 2024 nennen dürfen. Und das ist die Mannschaft vom FC Rüdertingen. Ja, da kommt der Bayerische Meister 2024, der FC Rüdertingen, angeführt von der einmal mehr starken Kapitänin Franziska Höllregel. 4 Treffer bei diesem Turnier. Einmal mehr war sie der Dreh- und Angelpunkt im Spiel ihrer Mannschaft. Und natürlich auch hier nochmal alles Gute an die verletzte Selina Zieringer, die sich im Halbfinale verletzt hat und vermutlich bereits auf dem Weg ins Krankenhaus ist. Alles Gute natürlich auch. Glückwunsch zum Titel in einem umkämpften Finale am Ende mit 2:0 gewonnen. Es gab nur 3 Torschützinnen übrigens bei dem FC Rüdertingen. 4 Tore Franziska Höllregel, 2 Tore Michelle Philipp und 2 Tore Emily Hobelsberger. Ungeschlagen der FC Rüdertingen hier, bayerischer Meister geworden. Nur ein 0:0 gab es in der Vorrunde mal gegen die Sportfreunde Schweig. Da waren sie allerdings schon als Gruppensieger durch und waren mit den Köpfen wohl auch schon ein bisschen dann beim Halbfinale. Und da sind sie dann souverän durchmarschiert, auch wieder 3:1 gegen Rüdertingen im Halbfinale, 2:0 im Finale gegen den TSV Schwaben Augsburg. Sie waren heute das beste Team und sie sind ein würdiger bayerischer Hallenmeister, die Frauen des FC Rüdertingen, die jetzt gleich den Pokal entgegennehmen dürfen. Und jetzt gibt es Ihnen den Pokal, den ihr gewonnen habt, den Pokal für die Bayerische Hallenmeisterschaft 2024. Franziska Höllregel aus den Händen von BFV-Vizepräsidentin Zilkerammel erhält den Pokal für den bayerischen Meistertitel. Bayerische Meisterin, inklusive Qualifikation für die Süddeutsche Meisterschaft am 18.02. in Stuttgart am Rhein. Und natürlich auch gibt es noch das Siegerfoto des FC Rüdertingen. Vermutlich natürlich direkt vor den Fans, damit die auch noch mit drauf sind. Auf diesem Siegerbild das finale Siegerbild des bayerischen Meisters FC Rüdertingen. Und mit diesem finalen Siegerbild der Sieger wollen wir uns dann auch schön langsam verabschieden. Ich hoffe, Sie hatten Ihren Spaß mit dieser bayerischen Meisterschaft hier in Oberdingen. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Wir waren ab dem Halbfinale hier live mit dabei im Livestream beim BFV. Wie gesagt, ich hoffe, Sie hatten Ihren Spaß. Wir haben tollen Hallenfußball gesehen mit einem würdigen bayerischen Meister, dem FC Rüdertingen, dem wir viel Glück bei der Süddeutschen Meisterschaft wünschen. Ihnen allen wünsche ich jetzt noch ein schönes Wochenende. Kommen Sie dann auch wieder gut in die neue Woche. Gratulation an Rüdertingen. Gute Heimfahrt an alle Teams hier. Das soll es für heute gewesen sein. Tschüss, ciao und auf Wiederschauen hier aus der Sporthalle in Oberdingen.